Herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell zur Coronavirus-Situation. Wir übertragen für Sie heute wieder alle wichtigen Pressekonferenzen zum Coronavirus und da steht heute einiges auf dem Programm. Umweltministerin Leonore Gewessler spricht über die Stromversorgung, Elisabeth Köstinger als Ministerin für Regionen über die Post- und Mobilfunkanbieter und den Beginn macht jetzt gleich Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Er spricht über die Situation in den Spitälern. Und wir werfen jetzt gleich mal einen Blick in das Bundeskanzleramt zur Pressekonferenz. Aber wir sehen, da tut sich noch nichts. Deshalb begrüße ich jetzt bei mir Hans Bürger, den Chef der Zeit im Bild Innenpolitik. Hallo. Da ist heute einiges auf der Tagesordnung. Was kann man denn da erwarten heute? Das Schwierigste wird werden, wie man mit den neuen Tests umgeht, die ja viel mehr geworden sind. Allerdings nicht, weil mehr getestet wird, sondern durch eine statistische Verschiebung und eine andere Zählmethode. Ich versuche es jetzt einmal an einem Beispiel. Also wenn wirklich, so wie es jetzt heißt, von 1000 Corona-Patienten bzw. von Corona-Betroffenen 10%, also 90% einen leichten Verlauf haben, dann haben 10% einen schweren Verlauf und von diesen 10% wieder einer muss in die Intensivstation. Das ist doch deutlich viel mehr, als man bisher geahnt hat und da kommen wir zur Grundargumentation zurück, warum es überhaupt Ausgangssperren und Ausgangsbeschränkungen gibt, damit eben nicht zu viele Intensivbetten erforderlich sind. Und wenn die Zahl natürlich so weiter steigt, dann haben wir zwar in Österreich noch lange kein akutes Problem, aber irgendwann haben wir dann auch in Österreich ein Problem. Und da wird heute der Gesundheitsminister Maßnahmen aufzählen, was geplant ist von Seiten der Bundesregierung. Wir haben heute Tag 11 der Ausnahmesituation. Die Österreicherinnen und Österreicher hoffen natürlich jetzt auf gute Aussichten. Wir haben Anfang der Woche gehört, dass es vielleicht morgen mehr zu hören gibt, wie es weitergeht. Kann man dazu schon etwas sagen? Also ich weiß nicht, ob der Termin schon wirklich offiziell ist. Also morgen Vormittag wird der Bundeskanzler mal die Lage beurteilen in einer Pressekonferenz. Ich rechne nicht damit, dass die Maßnahmen verschärft werden, aber ich rechne absolut auch nicht mit dem Gegenteil, nämlich dass die Maßnahmen schon gelockert werden. Alles, was man hört, und man ist ja da auch angewiesen auf Hintergrundgespräche, die nicht immer an die Öffentlichkeit dringen sollen, wird die Gesamtsituation um einiges länger dauern, als man ursprünglich gehofft hat. Und wir kommen da, glaube ich, mit einigen Dingen bis in den Sommer hinein. Und was man hört, wird es wohl am meisten die Schüler treffen. Denn dass die am Tag nach Ostern in die Schule gehen, halte ich für de facto ausgeschlossen. Ich muss dich kurz unterbrechen. Wie ich höre, die Pressekonferenz geht los und wir schalten direkt ins Bundeskanzleramt. Österreich, Herwig Ostermann und Herwig Kolleritsch, Facharzt für spezifische Prophylaxe zum Thema Corona-Vorsorge an den Spitälern. Und ich ersuche zunächst um das Statement von unserem Herrn Gesundheitsminister. Bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind mitten in der globalen Pandemie. Die Zahlen steigen drastisch weltweit an. Es gibt eigentlich eine einzige Ausnahme, das ist Asien mit vielen Ländern, die mittlerweile eine Stabilisierung erreicht haben. Wir haben aber weltweit heute früh 471.000 Erkrankte, bestätigte Erkrankte. Das ist in den letzten 24 Stunden ein Zuwachs von 48.000 Erkrankten. Das heißt, es geht wirklich in vielen Regionen dieses Planeten drastisch nach oben, was die Erkrankungszahlen betrifft. Mittlerweile etwas über 21.000 Todesfälle. China sehr, sehr stabil, immer nach wie vor bei ganz, ganz leichten Zuwächsen, kaum mehr Bewegung. Italien nach wie vor mit starken Steigerungen. China hat 81.000 Erkrankte, Italien 74.000. Das heißt, das schiebt sich schon sehr, sehr eng zusammen. Italien an der Spitze, was die Todesfälle betrifft, mit 7.500 mittlerweile. Sehr, sehr starke Zuwächse in den USA mit derzeit 69.000 Erkrankten. Das ist ein Plus von 13.900 oder 25%. Spanien auch sehr starke Zuwächse mit 49.500 Erkrankten. Deutschland 37.000. Die Schweiz mittlerweile schon bei 10.900. Auch bei uns steigen die Zahlen deutlich. Wir sind mittlerweile bei den Tests
bei 36.000 Tests angelangt. Das ist auch im internationalen Vergleich eine durchaus starke Zahl, aber soll weiter ausgebaut werden, stark ausgebaut werden. Wir sind mittlerweile bei 6.001 Erkrankten angelangt. Das ist ein Plus von 13,6% im Vergleich zum Vortag. Sie können sich erinnern, wir haben immer gesagt, wir wollen von den 40% runterkommen auf 20. Lassen Sie sich nicht irritieren von diesem relativ guten Wert. Das ist ein Tageswert. Bei uns zählt immer der 6-, 7-, 8-Tages-Trend. Das ist das Entscheidende. Hier müssen wir in den einstelligen Bereich kommen. Das ist das Ziel, damit wir die Stabilisierung erreichen, die wir brauchen. Wir haben mittlerweile in Österreich 42 Todesfälle. Wir haben gemeldet 112 Genesene. Auch da bitte noch etwas mit Vorsicht. Ich bin mir sicher, dass da das Meldesystem noch nicht hundertprozentig ist. Die Zahl ist sicher schon höher. Wir haben derzeit 547 dieser Erkrankten, die hospitalisiert sind, 96 in Intensiv und der ganz große Rest von 87% ist in einem sehr, sehr milden Krankheitsverlauf und deswegen zu Hause. Das ist mit eine Stärke der österreichischen Strategie, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen zu Hause sein können und wir deswegen auch Reservekapazitäten in den Spitälern zusätzlich aufbauen können. Also unser Ziel ist, unser erstes, und das ist das Wichtigste, die Zuwächse, dass die Zuwächse nicht höher werden als die Gesamtkapazität unserer Spitäler. Das ist das erklärte Ziel. Das ist das, was in Teilen Spaniens, in Teilen Italiens nicht funktioniert hat. Und daran arbeiten wir mit allen unseren Möglichkeiten und Kräften, um eine derartige Entwicklung in Österreich zu verhindern. Es ist sicher für uns und für die Gesundheitsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einfach, dass im heurigen Jahr die Grippe langsamer zurückgeht, was die Zahlen betrifft, als in den Vorjahren. Wir sind nach wie vor bei prognostizierten, geschätzten 112.000 Grippe- und grippeähnlich Erkrankten. Das nimmt natürlich Kapazitäten in der augenblicklichen Situation. Wir rechnen aber damit, dass es in den nächsten zwei Wochen nach dem Vorbild der letzten Jahre dann, wenn es wärmer wird, einen sehr, sehr schnellen Rückgang dieser Erkrankungszahlen geben wird. Und das ist für unsere Kapazitäten sehr, sehr wichtig. Das große Ziel, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dazu führen, dass wir nur mehr einstellige Zuwachsraten haben. Im mittleren einstelligen Bereich wäre es mir am liebsten, wenn ich mir was wünschen darf. Wir evaluieren tagtäglich, was die Zahlen betrifft, und merken, dass es einen Trend gibt, dass die Maßnahmen zu wirken beginnen. Aber wir sind weitaus noch nicht dort, wo wir hinwollen und wo wir hin müssen. Deswegen noch einmal an dieser Stelle der Appell an jeden Einzelnen, vor allem an die 5%, die nach unserer Schätzung noch nicht so dabei sind, wie es notwendig ist. Diese 5% werden sehr, sehr viel entscheiden, ob wir unsere Ziele erreichen bis Ostern oder ob wir davon entfernt bleiben. Das große zweite Ziel ist es aber, dass wir uns im Spitalsystem gut aufstellen, dass wir uns gut vorbereiten, dass wir uns so vorbereiten, dass wir ausreichend Kapazitäten haben. Es hat eine ganze Serie von Vorbereitungsmaßnahmen gegeben. Es werden, wie Sie wissen, in den Spitälern in Österreich derzeit nur mehr Akutfälle operiert. Was an Operationen zu verschieben ist, wo es gleichgültig ist, ob man morgen oder im Oktober operiert wird, wird verschoben, damit wir die Kapazitäten sparen. Wir haben, was glaube ich noch nicht bekannt ist, auch umfassende Liberalisierungsschritte im Corona-Gesetz gemacht, was die Möglichkeiten des Ausbaus der personellen Ressourcen betrifft, was den Ausbau der Ärzte Handlungsmöglichkeiten betrifft. Wir haben nämlich im Corona-Sammelgesetz auch das Ärztegesetz verändert. Seit einer Woche können dadurch oder seit gut einer Woche können dadurch Untersuchungen etwa in Labors auch ohne Arzt, Ärztin durchgeführt werden. Das ist wichtig, um die Laborkapazitäten zu steigern. Wir haben die Regelung jetzt, dass Ärztinnen eines Sonderfachs, also Fachärztinnen, auch in anderen Bereichen ärztlich tätig sein können als in ihrem eigentlichen Fachgebiet. Wir haben damit mehr Spielraum in den Spitälern. Wir haben drittens die Möglichkeit geschaffen, dass pensionierte Ärzte,
dass ausländische Ärzte, dass Turnusärzte auch unter Aufsicht ärztliche Tätigkeiten durchführen können. Auch wichtig, damit ich Reservekapazitäten schaffe und etwa Erkrankte ersetzen kann. Und wir haben auch die für die Medizinstudentinnen eine neue Plattform geschaffen, was das Rekrutieren für Tätigkeiten, für einfachere Unterstützungstätigkeiten, Hilfstätigkeiten betrifft. Medizinstudenten haben sich Hunderte gemeldet, die arbeiten zum Teil jetzt mit bei 1450, sind Medizinstudentinnen in den letzten zwei Semestern, wo schon viel Know-how da ist, eine wertvolle Unterstützung für jene Hotline, die uns sehr, sehr geholfen hat in den letzten Wochen, die dazu geführt hat, dass eben die Menschen mit Symptomen nicht in die Spitalsambulanz, nicht zum Arzt gegangen sind, sondern sich lenken haben lassen und damit die Ausbreitung reduziert haben. Soweit ein paar Liberalisierungsschritte, die uns im Bereich der Spitalskapazitäten und Strukturen deutlich verbessern. Wir sind dabei, die Testungen auch bei der spezifischen Gruppe der Spitalsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu intensivieren und zu verbessern. Wir haben ein Schutzkonzept Spitäler erarbeitet, das österreichweit Gültigkeit hat, wo es darum geht, dass man das Einschleppen von Coronavirus-Fällen möglichst unterbindet, soweit das möglich ist. Und wir haben auch Erfolge im Bereich der Schutzkleidung, der Beschaffung der Schutzkleidungen. Da ist natürlich auch nicht nur das Spitalspersonal, aber ganz besonders betroffen. Heute Donnerstag werden zum Beispiel große Mengen von Überschuhen, Handschuhen, Masken, Desinfektionsmittel in Österreich einlangen, die am internationalen Markt erworben werden konnten, muss ich heute sagen. Das ist ja mittlerweile ein Ringen um jede Bestellung, weil der Markt eng ist und alle wollen auf diesem Markt tätig werden und erfolgreich sein. Morgen kommt der erste Teil einer Großlieferung, morgen kommt eine Großlieferung, was Handschuhe betrifft, 11 Millionen Handschuhe. Am Samstag wird die erste Großlieferung im Bereich von Masken kommen, am Montag Schutzanzüge. Das heißt, wir sind sehr, sehr offensiv in diesem Bereich unterwegs, um hier den Schutz noch deutlich zu verstärken. Das ist der Bereich und natürlich geht es uns ganz stark auch, ganz wesentlich um die Bettenkapazität, auch um eine berechnende und berechenbare Bettenkapazität, wo wir einschätzen können, bei welchem Krankheitsverlauf und bei welchen Zuwächsen haben wir welchen Bedarf und wo stehen wir, inwieweit können wir diesen abdecken. Zu diesen Fakten, die uns dann gleich präsentiert werden, kommt die Tatsache, dass die Länder sehr aktiv sind im Vorsorgen, was sogenannte Corona-Sonderkliniken betrifft. Das sind Zusatzstationen außerhalb der Spitäler, die geschaffen werden für Menschen mit einem milden Krankheitsverlauf, die aber trotzdem nicht zu Hause bleiben können, weil sie zum Beispiel keine Betreuungsmöglichkeit zu Hause haben und Ähnliches mehr. Das sind wir mittlerweile bei 12.000 Betten und bauen derzeit noch aus in Richtung 20.000 Betten. Das schaut gut aus. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, um wieder die Spitäler zu entlasten und um zu erreichen, dass der oder die, wo es nicht unbedingt notwendig ist, dass er direkt im Spital ist, hier eine andere Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeit, eine ausreichende, findet. Das funktioniert gut. Ja, und ohne diese Zusatzplätze schauen wir uns natürlich laufend an, welchen freien Bettenbestand haben wir und stimmen das mit den laufenden Prognoserechnungen ab, Tag für Tag de facto. Die Länder melden ein und unsere Prognoserechner bringen sozusagen laufend auch eine Aktualisierung des aktuellen Standes, was die Rechnungen und was die Bettenzahl betrifft, und verschneiden diese beiden Daten. Und der Universitätsprofessor Dr. Herwig Ostermann, der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich, wird uns jetzt verraten, wie schauen wir da aus für die nächsten Wochen. Ja, gut. Vielen herzlichen Dank, Herr Bundesminister. Zunächst auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Vor gut einer Woche wurde sozusagen eine sogenannte Covid-Data-Taskforce
vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz beauftragt, sich mit der Kurzfristprognose sozusagen intensiv zu beschäftigen, die bestehenden prognostischen Modelle übereinander zu legen und mit einer konsolidierten Prognose sozusagen entsprechend dann auch eine informations- und evidenzbasierte Entscheidung zu unterstützen. Diese Taskforce besteht aus drei Forschungskollektiven, wenn man so will. Das ist einmal das Team rund um die Technische Universität Wien, DexHelp und DWH. Das ist auf der anderen Seite das Team rund um die Medizinische Universität Wien und Complexity Science Hub. Und das ist dann auch noch das Team, das wir bei uns in der Gesundheit Österreich, das ist das Nationale Public Health Institut, wenn man so will, das Bundesinstitut für das Gesundheitswesen, das Team, das wir hierfür abgestellt haben. Die drei methodischen Ansätze, das erscheint mir an dieser Stelle auch wichtig zu betonen, haben unterschiedliche Zugänge. Wir arbeiten mit drei Modellen. Ein Modell hat einen Bottom-up-Ansatz. Das basiert auf einer agentenbasierten Mikrosimulation. Das zweite Modell ist dann eher top-down sozusagen, entsprechend über eine epidemiologische Ausbreitungsfunktion. Und das wird dann nochmals hinterlegt mit einem Zeitreihenmodell. Wenn Sie so wollen, ist das das Beste aus drei Welten, was wir hier versuchen zu verheiraten, um eben nahezu eine profunde und gesicherte Aussage treffen zu können. Es ist aber immer so, wie bei allen diesen Prognosen, je weiter man in die Zukunft schaut, desto unsicherer wird der Prognosezeitraum und desto größer werden dann natürlich auch die entsprechenden Schwankungsbreiten. Das versuche ich Sie bitte auch immer bei der Interpretation zu berücksichtigen. Eher geht es da um die Fragen, wie weit sind wir bis bestimmten Zeiträumen einfach in einer Rahmenbedingung oder in einer Nebenfunktion noch drinnen oder eben nicht. Was darf ich vielleicht noch sagen zur prognostischen Güte? Wir sind derzeit in einer Situation, und das erscheint im heutigen Verlauf oder vor dem heutigen Hintergrund der Zahlen vielleicht nicht zunächst ganz intuitiv, dass wir natürlich viele Auswirkungen derzeit im Modell sehen, die ihren Ursprung vor 14 Tagen, vor 21 Tagen und länger hatten. Ja, wenn wir im Schnitt davon ausgehen, dass Personen erst nach 4 oder 5 Tagen sozusagen hospitalisiert werden, wenn wir im Schnitt davon ausgehen, dass milde Verläufe nach 14 Tagen abheilen, wenn man davon ausgeht, dass sozusagen auch bei den tragischen Todesfällen das nicht unmittelbar eintritt, dann sieht man hier sehr, sehr klar, dass wir einfach mit Zeitreihen zu rechnen haben und teilweise eben noch beim relativ gesehen am Beginn der Entwicklung stehen. Das heißt, wir haben hier sozusagen noch recht volatile und kleine Zahlen. Das erschwert ein Stück weit dann auch Prognosen zu treffen. Ich möchte vielleicht Ihnen das kurz an einem Beispiel darstellen, wie wir derzeit sozusagen die Möglichkeiten von uns sehen, gesichert in die Zukunft zu schauen. Ja, das ist mehr oder weniger der berühmte Wetterbericht. Ja, binnen 5 Tagen kann ich relativ gut sehen, wie die Entwicklung sein wird. Ja, binnen 10 Tagen habe ich auch noch eine gute Schätzung und alles dann, da sind unsere Modelle derzeit so, dass noch sehr, sehr viel in der Zukunft offen ist. Ich habe Ihnen hier bereits sozusagen diese ersten Prognoseergebnisse versucht kurz darzulegen und möchte die anhand dieser Darstellung auch kurz Ihnen erläutern. Ja, ich werde auch im Zuge dieser Darstellung auf die entsprechenden Datengrundlagen eingehen. Was sehen Sie hier auf dieser Abbildung? Sie sehen hier sozusagen die Prognose, ja, und auch den Verlauf der bisher positiv getesteten Personen. Wenn Sie diese erste Linie nehmen, die am 1. März beginnt und sozusagen bis zum 24.03. fortgezogen ist, dann ist das der historische Verlauf der positiv Getesteten, den wir über das epidemiologische Meldesystem des Bundes entsprechend berichtet bekommen. Was Sie dann ab dem 24.03. sehen, bereits gefüllt natürlich mit Echtdaten, mit dem Datenbestand, sind die prognostischen Werte, die hier abgeleitet werden. Die Grundlage für die Prognoserechnungen an dieser Stelle, das ist auch ganz, ganz wichtig, sind diese drei Modelle. Sie sehen hier aber zwei Balken. Sie sehen einmal einen blauen Balken und einmal einen grünen Balken. Der blaue Balken beschreibt den Stand der aktiv Erkrankten. Das sind die Personen, die positiv getestet waren und noch nicht genesen sind. Ja. Der grüne Balken hier, und das ist wichtig, wenn man diese Daten mit dem elektronischen Meldesystem vergleicht, ist sozusagen eine modellierte Größe der Personen, die entsprechend auch wieder genesen. Ja, Herr Minister hat es schon kurz angedeutet. Ja, die internationalen Beobachtungen und auch die Modellannahmen unserer Kolleginnen und Kollegen in Deutschland am Robert-Koch-Institut gehen davon aus, dass Personen mit mildem Verlauf der Erkrankung 14 Tage im Durchschnitt nach der Diagnosestellung entsprechend wieder genesen. Ja, das ist die Frage, wie gut haben wir hier eine entsprechende Reporting-Güte etc. Ja,
im elektronischen Meldesystem des Bundes, das ist vielleicht im epidemiologischen Meldesystem, das ist vielleicht an dieser Stelle auch wichtig, zählen wir immer die Zahl der insgesamt positiv getesteten Personen, damit man also hier auch richtig das Modell entsprechend mit dem Verlauf der Informationen kalibrieren kann. Was Sie hier sehen, und das ist sozusagen die beste, das ist noch der Zeitraum, in dem wir in einer Prognosegüte sind, über die wir uns Aussagen zu machen trauen, ja, sehen Sie hier dann entsprechend bis 3. April einen Anstieg insgesamt der positiv getesteten Personen von etwas mehr als 11.000. Ja. Die Zahl sozusagen der tatsächlich Erkrankten ist dann in einem Korridor von ungefähr 8.500 Personen. Und wir rechnen mit ungefähr 2.500 Personen, die dann nach diesen Annahmen bereits wieder genesen sind. Alles in einer Schwankungsbreite von ungefähr plus minus 15%, damit Sie also auch hier ein Gefühl bekommen. Ja, das heißt, diese Zahl der 11.000 bewegt sich dann genau in diesem Rahmen eben sozusagen zwischen einerseits sozusagen bei den Modellannahmen dann die aktiv Erkrankten zwischen 7.000 und 10.000 und dann eben nochmals zwischen 2.000 und 3.000 die Zahl der Genesenen. Ja. Also das müssen Sie einfach sozusagen entsprechend bei dieser Abbildung als Schwankungsbreite mitdenken. Ja. Jetzt abgeleitet von diesen Informationen, was bedeutet dies sozusagen für den weiteren Verlauf? Und nochmals auch hier wieder die Frage, wie weit können wir in die Zukunft schauen? Vielleicht wollen wir die nächste Abbildung aufrufen. Die nächste Abbildung beschreibt Ihnen sozusagen kurz die Gesamtbettenkapazität in Österreich. Ja, das erscheint an dieser Stelle wahrscheinlich für Sie alle sozusagen einmal als eine sehr, sehr große Differenz. Ja, wir sehen hier einmal sozusagen das, was wir an freien oder frei verfügbaren Betten seitens der Bundesländer eingemeldet bekommen. Sie sehen hier einen Stand in den Krankenanstalten, der ungefähr 50% des Bettenstandes entspricht. Woran liegt das? Herr Minister hat es bereits gesagt. Es wurden eben bereits geplante Eingriffe aufgeschoben. Ja, wir haben generell ungefähr nur eine Auslastung von 80%. Das heißt, wir halten immer 20% der Kapazitäten frei. Und ich möchte an dieser Stelle, weil Sie das natürlich auch wahrscheinlich international vergleichen möchten, durchaus darauf hinweisen, dass wir international eine sehr, sehr hohe Bettendichte haben. Das ist ein Phänomen, das uns in dieser Situation natürlich auch entsprechende Reserven im System mit auf den Weg bringt. Ja, Sie sehen hier den Verlauf sozusagen der Prognose. Die geht jetzt im Zeitverlauf etwas länger für die in den Spitälern zu versorgenden Personen, exklusive derer, die auf den Intensivstationen liegen. Das ist also ausschließlich jetzt die Normalstation. Wir rechnen hier mit einem Korridor bis zum 7. April von ungefähr 1.100 bis 1.500 Spitalsbetten. Das ist der Korridor, der hier dargestellt ist. Die Verzögerung ergibt sich daraus, dass ich gemäß auch wieder der internationalen Evidenz nach einer Erkrankung im Schnitt erst 4 Tage nach positivem Testergebnis hospitalisiert werde. Das betrifft ungefähr, damit Sie das auch an dieser Stelle wissen, 15% der positiv getesteten Personen. Und jetzt vielleicht noch auf die nächste Folie. Dies ist diejenige, die uns natürlich wesentlich mehr interessiert. Erneut das Zeitfenster wirklich nur in dem Zeitraum, wo wir uns Prognosen derzeit zu machen, wo wir fähig sind, sozusagen gesicherte Prognosen abzugeben. Hier geht es um die Bettenkapazität auf den Intensivstationen. Was ist hier die Annahme von den Personen, die hospitalisiert werden? Ja, ungefähr ein Fünftel kommt einen Tag später von der Normalstation auf die Intensivpflege. Das ist auch wieder sozusagen mit den internationalen Modellen in Einklang. Ja, das heißt, wir sprechen hier grob von einer Rate von 3% aller positiv getesteten Zeitverzögerung, hier 5 Tage. Was sehen Sie hier? Eine Größe von ungefähr 260 Personen, Schwankungsbreite wieder so ungefähr zwischen 220 und 300. Was sehen Sie hier? Sie sehen hier 2 Linien dann am oberen Ende. Einmal die Frage der freien Beatmungsgeräte und der freien Intensivbetten, das wird strukturiert auch entsprechend abgegriffen. Sie sehen hier also den Spielraum. Das heißt jetzt noch nicht, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir nicht an die Kapazitätsgrenze stoßen können. Da ist derzeit sozusagen in den Modellen alles drinnen, da gibt es alle Möglichkeiten auch. Man kann es ein bisschen anders formulieren, ja, wenn ich jetzt die Frage sozusagen umgekehrt stelle, wie hoch kann die Zahl der an Corona erkrankten Personen steigen, dann sind wir hier ungefähr in einer Dimension von 30,
35.000 Personen, ja, die wir dann entsprechend hier mit den Intensivkapazitäten, die wir derzeit im Land haben, sozusagen entsprechend auch versorgen können. Ein zweiter wichtiger Punkt auch noch, weil dieses Modell auch Parametrisierungen auf der Bundesländerebene zulässt. Wir schauen uns hier die Österreich-Zahlen an. Wir wissen, dass wir in den Bundesländern einerseits unterschiedliche Dynamiken oder unterschiedliche sozusagen Stadien der epidemiologischen Verlaufsentwicklung haben. Wir wissen auch, dass wir in den Bundesländern unterschiedliche Kapazitäten haben. Das heißt, man braucht hier sicher eine gute überregionale Abstimmung zwischen den Bundesländern und auch eine entsprechende Planung. Vielen Dank. Danke. Herr Dr. Kollaritsch, bitteschön. Vielen Dank. Auch ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung. Guten Morgen. Mir fällt die Aufgabe zu, ganz kurz ein bisschen was über Teste und Testsysteme und Teststrategien zu erzählen. Vielleicht ganz kurz am Anfang einmal. Das, was also momentan besonders propagiert wird und wo wir also vor allem darauf abzielen, natürlich frische Infektionen zu detektieren, sind die sogenannten PCR-Tests. Die PCR-Tests sind Tests, die Virusnukleinsäure nachweisen. Das bedeutet, man macht einen Abstrich bei einem Patienten aus dem Nasopharynxbereich, gewinnt also damit Sekret, in dem sich Virus befinden soll. Wenn sich Virus drin befindet, dann kann man das entsprechend, nämlich seine Nukleinsäure, nachweisen. Das wird mit diesen Tests amplifiziert und kann auf diese Art und Weise sozusagen eine frische Infektion diagnostizieren. Also das ist quasi der rauchende Colt, wenn man so sagen will, das ist eine Beweisung für eine entsprechende Infektion. Das bringt mich auch gleich zu einer wesentlichen Feststellung. Es ist vollkommen sinnlos, bei jemandem, der symptomfrei ist und keinen Kontakt hatte mit jemandem, der in jüngster Zeit Corona erkrankt war, einen solchen Test zu machen, denn er wird kein Virus ausscheiden. Es ist auch sinnlos, retrospektiv solche Tests zu machen, sprich, wenn jemand eine Erkrankung durchgemacht hat und was er sich möglicherweise durchgemacht hat und das Ganze ist 4 Wochen her, dann wird ein PCR-Test auch nicht mehr sinnvoll sein, weil er kein Virus mehr ausscheidet. Also es ist tatsächlich nur dafür gedacht, die akute Erkrankung zu diagnostizieren. Und dieses System, wie Sie gehört haben, wird also derzeit in Österreich extrem stark hochgefahren. Diese Tests sind auch sehr gut validiert. Wir wissen, dass sie hochsensitiv sind, hochspezifisch sind, aber sie haben trotzdem noch immer eine ganz geringe Fehlerquote. Auch das soll man nicht verschweigen. Und auch das ist ein Grund, warum es wenig Sinn macht, als Symptomlose sich testen zu lassen, weil man dann unter Umständen falsch positiv getestet werden könnte, was bedeutet, dass man dann in Quarantäne kommt, ohne es wirklich zu brauchen. Das ist also die eine Seite und diese Testsysteme kann man jetzt natürlich strategisch entsprechend einsetzen. Einerseits eben, um tatsächlich bei entsprechendem Verdacht, wie es im Moment geschieht, zielgerichtet zu testen. Später kann man sich überlegen, ob man sagt, wenn wir entsprechende Testkapazitäten haben, ich erfasse nicht nur die, wo eine sehr starke Verdacht schon gegeben ist auf eine entsprechende Infektion, ich teste auch die, die vielleicht nur mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber sozusagen auftreten, wo man gar nicht sagen kann, ob das wirklich eine Corona-Infektion ist. Aber ich möchte sie trotzdem testen, damit ich die wenigen herausfiltere, die positiv sind. Das kann man zum Beispiel mit Sentinella-Systemen machen. Das ist die eine Gruppe von Testsystemen. Die zweite Gruppe von Testsystemen, die noch gar nicht wirklich am Markt ist, aber die bald kommen wird, wo sehr viel Unsicherheit auch in der Bevölkerung besteht, welche Wertigkeit sie haben, sind Tests, die primär auf die Detektion von Antikörpern gegen das Coronavirus basieren. Hier geht es also darum, dass wir im Laufe der Infektion mit einem Coronavirus anfangen, natürlich unsere körpereigene Immunabwehr damit zu beschäftigen und das resultiert in der Ausbildung von spezifischen Antikörpern. Die erscheinen etwa um den 6., 7., 8. Tag nach Beginn sozusagen der Symptome. Das heißt, und aus dem wird schon klar, für die Akutdiagnostik haben diese Antikörpernachweise überhaupt keine Wertigkeit, weil der Patient schon eine Woche krank ist. Aber man kann mit den Antikörpertests zum Beispiel, sofern sie dann tatsächlich am Markt sein werden und vor allem, wenn sie auch validiert sind. Im Moment sind sie nicht validiert. Bei den wenigen Tests, von denen man bisher Kenntnis hat, weiß man, dass die Fehlerquote hoch ist. Also hier muss sicher noch nachgebessert werden. Aber wenn diese Tests dann am Markt sind, kann man mit diesen Tests zum Beispiel die Hintergrundinzidenz der Erkrankung feststellen. Sprich, man nimmt sich ein Sample, eine Stichprobe von Personen her und untersucht die alle auf Antikörper.
Und dann schaut man, wie viele von denen sind antikörperpositiv. Und auf diese Art und Weise kann man feststellen, wie viele unerkannte Infektionen haben wir zum Beispiel in der Bevölkerung. Das ist ein zweiter Schritt, der epidemiologisch dann auch wichtig sein wird. Im Moment aber gar nicht so von entscheidender Bedeutung ist. Aber ein zweiter Schritt, der später dann einmal, wenn es darum geht, sozusagen die Hintergrundmorbidität festzustellen, von großer Bedeutung ist. Die entscheidende Botschaft ist aber, dass im Moment die Testkapazitäten nahezu täglich weiter ausgebaut werden. Das bedeutet, es wird mit jedem Tag besser möglich, nicht nur allgemeine Verdachtsfälle zu testen, sondern eben auch zielgruppenorientiert besonders vulnerable Gruppen zu testen. Und das ist ja letztlich die Zielvorstellung, die mit dem Hochfahren der Tests bedingt ist. Wie gesagt, noch einmal meine eindringliche Warnung, PCR-Tests zu machen, ohne dass auch nur der geringste Verdacht besteht, einfach auf gut Glück, ist vollkommen sinnlos und eine Geldverschwendung. Sie dürfen nicht vergessen, ein solcher privater PCR-Test kostet bis zu 250 Euro. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Fragen. Dann beginnen wir. Als erster gemeldet hat sich der Standard. Meine Frage ist, wie werden die Patienten eingeteilt? Also was sind die Kriterien? Wann ist es ein milder Verlauf? Wann beginnt der schwere Verlauf? Wann komme ich ins Spital? Wann komme ich in so eine Corona-Sonderstation, wie die Messe es ist? Und wann komme ich auf eine Intensivstation? Und auch bei den Intensivpatientinnen vielleicht nochmal, welche Personen werden dort mit einer Atemmaske beatmet? Also bin ich dann schon Intensivpatient oder erst, wenn ich intubiert und sediert bin? Also dass man das vielleicht die Kriterien genauer darlegen könnte. Und die andere Frage ist, was ist mit den anderen Patientinnen? Weil für gewöhnlich sind die Intensivstationen nicht leer. Wie werden die behandelt? Wo sind die? Wo sind die? Also ich bin zwar kein Intensivmediziner und auch nicht an einer Covid-Station tätig, aber die Beantwortung Ihrer Frage ist relativ einfach. Das orientiert sich am klinischen Verlauf des Patienten. Das ist wie bei jeder anderen Infektionskrankheit auch. Wenn Sie eine schwere Influenza haben, so wird am Verlauf, an Ihren Befunden, an Ihrem allgemeinen Zustand letztlich entschieden, wie Sie sozusagen triagiert werden. Ob Sie als milder Verlauf einzustufen sind, als schwerer Verlauf oder als sehr schwerer Verlauf. Das hängt von Parametern ab, wie der Sauerstoff setzt. Wie sich ihre Befunde entwickeln, wie die Entzündungsparameter sind und so weiter. Also das, glaube ich, ist etwas, was das tägliche Brot der klinisch tätigen Infektiologen ist. Und das beherrschen sie aus dem FF und sie werden da ganz sicherlich eine richtige Zuordnung treffen. Inwieweit man differenzieren kann, wenn die normalen Kapazitäten in den Spitälern einmal ausgereizt sind und dann man weiter sozusagen in spezielle, wie genannt wurde, also in spezielle Auffangstationen die Patienten bringt, wo eben leichtere Fälle oder mittelschwere Fälle untergebracht werden können, ist dann ebenfalls anhand einer primären Triage dieser Patienten zu entscheiden. Das bedeutet, sie müssen zuerst entsprechend ärztlich untersucht werden, klassifiziert werden und dann kann man mit der nötigen Sorgfalt diese Leute dann auch zuordnen. Objektivierbare Kriterien, das ist für jeden Patienten eine individuelle Entscheidung. Sie dürfen nicht vergessen, es ist ein großer Unterschied, ob Sie einen jungen, kardiologisch vollkommen gesunden, kräftigen, jungen Mann vor sich haben, der eine schlechte Atemsituation hat, dessen Lunge angegriffen ist, der wird einen solchen Zustand viel länger auf einer Normalstation aushalten, unter Anführungszeichen, als ein polymorbider 75-Jähriger, der Herz-Kreislauf-insuffizient ist. Und der wird wahrscheinlich schon bei den ersten Anzeichen, dass er schnauft, sofort auf eine Intensivstation kommen, damit eben nicht seine Komorbiditäten dann den Ausschlag geben, dass er womöglich daran stirbt. ORF, bitte sehr. An den Herrn Gesundheitsminister, die Intensivpatienten, wie viele müssen da derzeit beatmet werden und wie schaut da der Altersschnitt aus bei den Intensivpatienten, wissen Sie das? Und zweite Frage, morgen wird es ja so eine Art erste Bilanz geben, wird man da schon sagen können, in welche Richtung es geht, wird man da schon zu den Zahlen wirklich genug Material haben, dass man sagt, wie es nach Ostern aussieht?
Also was wir morgen tun werden, das ist eine erste Zwischenbilanz vorzulegen. Es ist noch viel zu früh, da ins Detail mit unmittelbaren Entscheidungen gehen zu können. Aber für uns geht es jetzt einmal um erste Trends, beginnen Maßnahmen zu greifen, ja oder nein. Welche Maßnahmen beginnen zu greifen? Also eine Erstbewertung in einer sehr frühen Phase. Man darf ja nicht übersehen, wir haben vor 2 Wochen begonnen mit der Kommunikation des ersten Pakets. Das ist ein sehr, sehr kurzer Zeithorizont fürs Greifen, weil wir wissen, dass wir einen Verzögerungszeithorizont von 8 bis 10 Tagen im Regelfall auf jeden Fall haben. Und der genannte Zusatzverzögerungsaspekt kommt ja noch dazu, dass ich nicht sofort dann, wenn ich jetzt erste Symptome habe und messen, testen gehe, dass ich nicht dann sofort sozusagen mich in der Statistik wiederfinde, weil ein Zeithorizont vergeht von einer möglichen Ansteckung bis zu den ersten Symptomen, das sind Tage, dann bis zum Testen, bis zum Testergebnis und dann als sozusagen sichtbarer Erkrankter und bestätigter Erkrankter in der Statistik sich wiederzufinden. Das ist ein zusätzlicher Zeitverzögerungspunkt. Und das zweite ist das große Maßnahmenpaket, das wir vor 1,5 Wochen gestartet haben. Das kann sich noch nicht wirklich in den Details, in diesen Zahlen wiederfinden. Das heißt, es ist ein sehr früher Zeithorizont, aber wir werden morgen uns eine erste Zwischenbilanz vornehmen und ansehen und sind da auch gestern relativ stark auch in die Zahlen, in die Tiefe gegangen. Mir sind heute einfach 2 Botschaften, um es noch einmal bei der Gelegenheit kurz zusammenzufassen, extrem wichtig. Das eine ist, wir haben eine gute Ausgangssituation, was die Spitäler betrifft. Wir haben hervorragend aufgestellte Spitäler. Wir haben das, was uns manche Ökonomen manchmal vorgehalten haben, nämlich eine sehr ausgeprägte Bettenstruktur und Bettenzahl. Das ist jetzt unser großer Vorteil. Wir haben rund 50% freie Kapazitäten, sowohl im Normalbereich als auch im Bereich der Intensivstationen, plus diese 12.000 bis 20.000 Reservebetten für den genannten Bereich der milden Fälle, die aber trotzdem eine medizinische Betreuung brauchen. Das ist eine gute Voraussetzung, das ist ein guter Start und wir sichern uns eben mit den Prognosemodellen ab, dass wir frühzeitig erkennen können, wird es irgendwo möglicherweise enger. Wo müssen wir nachjustieren? Wo müssen auch die Bundesländer noch enger miteinander kooperieren, wenn es unterschiedliche Verläufe in unterschiedlichen Regionen gibt? Auch das kann ja eintreten. Aber all das hängt davon ab, ob die Maßnahmen greifen und wie sehr es uns gelingt, diese täglichen Zuwachsraten drastisch zu reduzieren und auf einen zumindest einstelligen Bereich, auf einen mittleren einstelligen Bereich zu kommen. Das ist das in Wirklichkeit Entscheidende, aber wir wollten Ihnen heute einfach nur sagen und zeigen, was die Vorbereitung ist, wie groß die Kapazitäten ist, dass es eine sehr gute Vorhaltung gibt und Vorbereitung gibt. Ich glaube, da unterscheidet sich Österreich von den allermeisten Ländern sehr, sehr stark diesbezüglich und dass wir deswegen zuversichtlich sind. Aber wir hängen davon ab, wie sich die Erkrankungszahlen im Detail entwickeln. Das ist derzeit das Wichtigste. Und bei den Testungen noch einmal unterstrichen, ja, es ist gut und notwendig, die Testungen auszubauen. Ja, wir wollen von dieser Erstphase Containment schrittweise zu bestimmten Zielgruppen, Multiplikatorengruppen übergehen und dort verstärkt auch diese Testungen durchführen. Und ja, die Antikörper werden uns in einer zweiten Phase dann eine gute Ergänzung, was die Klärung der Zahl der Dunkelziffern des Eisbergs sozusagen, der unter dem Wasser ist, konkret betrifft, ist eine wichtige zweite Methode zusätzlich. Dankeschön. Nächste Frage, bitte. Tom Herzog, OE24. Wir haben erfahren dürfen, dass es im Zuge der Corona-Krise zu einer Liberalisierung kommen wird. Sie haben gesagt, das erfolgt über das Corona-Sammelgesetz. 3 solcher Änderungen ist, dass die Untersuchung in Labors ohne Ärzte stattfindet. Fachärztinnen und Fachärzte sollen auch in anderen Fachbereichen arbeiten dürfen und es werden pensionierte Ärzte und auch andere Ärzte aus anderen Ländern zum Einsatz kommen. In Summe sind das gewiss auch Abstriche in der Qualität. Ist diese Art der Liberalisierung zeitlich begrenzt auf die Corona-Zeit oder ist das das neue im Gesundheitssystem? Und letzte Frage,
wenn Tests eingeführt werden, respektive wenn es auch zu einer validen Impfung kommt, ist angedacht, diese verpflichtend einzuführen. In Dänemark werden gerade Gesetze auf den Weg gebracht, mit auch der entsprechenden exekutiven Durchsetzung. Also zum ersten Punkt, was diese sogenannten Liberalisierungen betrifft, das sind ja nur organisatorische Erleichterungen im Großen und Ganzen in den wesentlichen Bereichen, dass ich als Spitalserhalter innerhalb unterschiedlicher Abteilungen variabler planen kann, was die Einsatzsituation betrifft. Das ist selbstverständlich kein Rückgang der Qualität, der medizinischen Qualität. Und gleichzeitig ja, das ist beschränkt, so wie das gesamte Corona-Sammelgesetz ist es zeitlich limitiert. Das ist auch wichtig. Das ist mir bei allen Maßnahmen im Übrigen wichtig, dass das keine Endlosmaßnahmen in allen Bereichen sind, sondern eine klare zeitliche Limitierung da ist. Wichtig ist, das muss immer unter gleichen Standards passieren, es muss immer unter der ärztlichen Aufsicht passieren, es muss immer unter Einbeziehung der Ärztekammer zum Beispiel passieren, was pensionierte Ärzte und ihren Einsatz betrifft, muss das akkordiert sein, zum Beispiel mit der Ärztekammer. Aber es ist wichtig, dass wir nicht beim letzten Zeitpunkt, falls wir eine Knappheit in einem Spital kriegen würden, dann händeringend versuchen, ältere Ärzte aus der Pension zu holen, sondern dass der Planungsprozess bereits vorzeitig beginnen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist einfach eine Vorbereitungsmaßnahme, nicht mehr und nicht weniger. Dankeschön. Haben wir derzeit keine unmittelbare Planung. Im Gegenteil, es ist ja so, dass derzeit in Österreich eher eine Stimmung vorherrscht, dass viele, viele Menschen einen Test haben wollen. Also der Zugang ist in Österreich ein sehr, sehr positiver. Da ist Zwang, glaube ich, derzeit absolut nicht notwendig. Danke sehr. ATV und dann Puls 24. Danke. Zwei Fragen. Die erste Frage zu den Testkits. Da wird in Wien beklagt, dass es zu wenige gäbe, damit auch Ärzte getestet werden könnten, die in Kontakt mit Covid-19-Patienten waren. Sehen Sie diesen Engpass auch und wann soll der behoben werden? Wie lange soll das dauern? Und zweite Frage zu den Masken und zur Schutzkleidung. Minister, Sie haben schon angesprochen, dass da große Lieferungen kommen sollen. Es ist in Wien derzeit und in anderen Bundesländern sicher auch noch so, dass viele Ärzte mit unzureichenden Materialien da ausgestattet sind, mit OP-Masken in der Ambulanz sind oder auch im niedergelassenen Bereich, dass es da zu wenig Material gibt. Wann soll dieser Engpass behoben werden? Danke. Also zu den Tests vielleicht ein Wort. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Phase, dass die Testanzahl extrem hochgefahren wird. Es ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Es gibt hier mehrere Flaschenhälse. Das sind vor allem die Reagenzien. Das sind aber teilweise natürlich auch die Laborkapazitäten, das Personal, das damit beschäftigt ist, etc. etc. Das alles wird jetzt systematisch nachgebessert. Und ich glaube schon, behaupten zu können, dass wir innerhalb relativ kurzer Zeit, und da spreche ich also von wenigen Tagen bis Wochen, die volle Testkapazität, die also angekündigt worden ist, auch tatsächlich erreichen. Ja, was die Schutzkleidung betrifft, bin ich noch schuldig. Vielleicht zwei Sätze davor fürs Verständnis. Es war ja so in der Vergangenheit, dass jeder Spitalserhalter, die Ärztekammer, die Zahnärztekammer einen direkten Bezug größtenteils zu deutschen Firmen hatten, dort die Bestellungen durchgeführt haben, dort die Lagerungen stattgefunden haben. Und das war eingespieltes, normales, marktwirtschaftliches System, das gut funktioniert hat. Dann hatten wir die Situation im Februar, dass der Weltmarkt de facto leer gekauft wurde, weil es eben eine akute regionale Epidemie gegeben hat und deswegen es eine Verknappungssituation gegeben hat. Reagiert wurde aus meiner Sicht falsch, nämlich indem einige Länder, die Großproduzenten waren und sind, Frankreich, Deutschland, gesagt haben, Exportverbot. Ich beliefere auch innerhalb der Europäischen Union niemanden mehr. Das ist so weit gegangen, dass bestehende Verträge nicht mehr umgesetzt wurden. Bezahlte Ware an der Grenze gestanden ist eigentlich eine völlig absurde Situation, die mit unserem europäischen Denken unvereinbar ist aus meiner Sicht. Wir haben 2,5 Wochen daran gearbeitet, dass wir dieses Material freikriegen. Das ist jetzt da, aber selbstverständlich haben wir dadurch einen Verzug in der Situation. Und nicht in allen Bereichen die Ausstattung, nämlich auch die Reserven, die wir uns wünschen und die wir brauchen. Und deswegen haben wir vor
3 Wochen intensiv auf Bundesebene begonnen, da zentrale Beschaffungsvorgänge anzugehen. Und wir haben eben die Abschlüsse jetzt in Umsetzung, die ich genannt habe. Das sind die ersten großen Lieferungen eben ab heute. Und dann sollte sich Schritt für Schritt die Situation entspannen. Wir haben heute, gibt es am Nachmittag Sitzung darüber, wie der Verteilungsmodus für diese Lieferungen konkret ausschaut, weil wir natürlich im akutesten Bereich beginnen wollen. Und dann sollte sich, wie gesagt, die Situation Schritt für Schritt entspannen lassen. Vielleicht darf ich noch einen Satz zu den Testungen nachziehen. Wir steigen an dieser Stelle aus der Pressekonferenz aus. Und bei mir ist immer noch Hans Bürger, der Leiter der ZIP-Innenpolitik. Der Gesundheitsminister betont hier, die Ausgangssituation in den Spitälern ist sehr gut. Nach dem, was wir da jetzt gehört haben, kann man das unterstreichen? Ja, also wenn die Entwicklung so gewesen wäre wie in den ersten Tagen, dann wären wir schon 14 Tage nach Ausbruch in Österreich an der Grenze gewesen bei einer Verdoppelung der Corona-Zahlen, was die Intensivbetten betrifft. Jetzt schaut es Gott sei Dank noch viel besser aus. Wir haben 2547, diese Zahl ist jetzt eine feststehende Zahl, die wir noch lange verfolgen werden, Betten für Intensivmedizin. Aber 82% sind belegt, das heißt, es bleiben grob gerechnet rund 500 übrig für die, die jetzt dazukommen. Das sind natürlich nicht nur Corona-Patienten. Da gibt es jetzt, haben wir gehört, 89 oder schon 90. Naja, also es wird trotzdem immer enger, aber offensichtlich ist man in der Bundesregierung da noch nicht beunruhigt. Es werden grundsätzlich mehr Betten in Spitälern geschaffen werden. Das Problem ist immer nur der Intensivbereich. Aber wenn, wie gesagt, 90% der Krankheit eher milde verläuft, dann könnten wir da schon noch einige Zeit durchkommen. Und da ist das natürlich auch ein Argument für alle, die immer gesagt haben, nein, wir haben in Österreich nicht so viele Spitalsbetten. Wir sind eben ein Sozial- und Gesundheitsstaat und jetzt sehen wir, dass die recht gehabt haben. Wir haben auch etwas über die aktuellen Zahlen gehört. Es ist der Anstieg immer noch sehr hoch, aber unter 20%, das ist zwar nur ein Tageswert, sagt der Gesundheitsminister, aber darf man da schon ein bisschen hoffen? Nein, das darf man nicht. Also wir sind ja, was die Berechnungen betrifft, sehr eng vernetzt mit der TU Wien. Wir haben da einen Mitarbeiter, der auch einmal im ORF war, ein wirklich profunder Technikkenner und EDV-Spezialist, der heißt Niki Popper, der mit uns auch in Kontakt ist, der verschiedenste Kurven immer wieder auch zeichnet, da wahnsinnig viele Daten einfließen lässt. Und er hat immer schon gewarnt davor, dass wir kurzfristige Entspannungen nicht als jetzt sind wir drüber interpretieren dürfen. Das muss, das hat auch der Gesundheitsminister gesagt, das muss jetzt schon einige Zeit anhalten. Aber wenn wir, ich glaube, 13,6% haben wir von gestern auf heute Zunahme, das ist natürlich ein guter Wert. Aber diese Prozent, jetzt gehe ich zurück in die ersten Jahre des Gymnasiums oder Ende der Volksschule, diese Prozentrechnungen sind natürlich schon auch etwas, was man, glaube ich, im Alltag nicht immer richtig im Hinterkopf hat. Denn von 1 auf 2 sind es 100%. Von 5.000 auf 10.000 genauso, dann haben wir aber 5.000 neue Fälle. Also es ist ja nicht so, dass sich die Zuwächse im kleinen Bereich bewegen, sondern die Zuwächse sind jetzt im 100er Bereich, mehrere 100. Auch wenn es jetzt nur unter Anführungszeichen 13,6% sind. Wir haben heute wieder gehört, morgen gibt es eine Zwischenbilanz. Ist da mehr zu erwarten oder wird man auch noch nicht mehr wissen als heute? Naja, wir Journalisten haben geglaubt, morgen kommt schon was Großes. Jetzt hat aber eigentlich der Gesundheitsminister da ein bisschen die Erwartungen gedämpft. Also es wird morgen, zumindest ich zitiere ihn jetzt, nichts Neues geben, sondern sie werden einfach die Situation in Österreich bewerten. Vielen Dank, Hans Bürger, für die Einschätzungen. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sind nämlich ab 10.30 Uhr wieder für Sie da mit der nächsten Pressekonferenz und zwar von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen.
Herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell zur Coronavirus-Situation. Heute stehen viele Pressekonferenzen zum Coronavirus auf dem Programm. Nach Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist jetzt Elisabeth Köstinger an der Reihe. Sie ist Ministerin für Regionen und damit auch für die Telekommunikation und die Post zuständig. Und die Pressekonferenz geht noch nicht los und deshalb begrüße ich jetzt Hans Bürger, den Chef der Zeit im Bild Innenpolitik, bei mir. Was ist denn von dieser Pressekonferenz jetzt zu erwarten? Vielleicht kurz noch, Sie haben es eh beschrieben, der Aufgabenbereich von Elisabeth Köstinger ist ja gewaltig eigentlich. Vor allem denkt man sich, haben manche Dinge nichts miteinander zu tun, denn sie ist wirklich zuständig für Tourismus, für Zivilschutz, für Landwirtschaft, eben auch für Regionen und durch die Regionen auch für Telekommunikation und Post. Und sie wird heute in ihrer Funktion als Postministerin auftreten, zumindest haben wir das bisher so gehört, und wird sagen, dass alles gut funktioniert. Also eine Pressekonferenz. Das ist das Stichwort. Ich höre, die Pressekonferenz geht schon los und wir schalten direkt ins Bundeskanzleramt. Zu dem Vorstandschef der Post AG, mit Thomas Arnoldner, CEO von A1 Telekom, Andreas Birwirth, CEO von Magenta und Jan Trionow von Hutchinson Österreich. Und ich ersuche zunächst um das Statement von der Frau Bundesministerin. Bitte schön. Ja, vielen Dank, geschätzte Damen und Herren. Gerade die kritische Infrastruktur ist in Zeiten einer Krise überlebensnotwendig, angefangen natürlich von der Lebensmittelversorgung über die Telekommunikation bis hin zur Post. Hier zeigt sich, dass vor allem eben auch die leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur und vor allem auch intakte Postdienstleistungen die zentralen Infrastrukturen eines Landes sind. Die letzten Tage haben eindrucksvoll erwiesen, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, aber auch die digitale Schule zu Hause, Online-Medien, Livestreams, Infokanäle sind zurzeit wirklich unersetzbar. Wir wollen heute gemeinsam über die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur im Bereich Post und Telekommunikation berichten. Es freut mich sehr, dass die Herren der Einladung auch gefolgt sind. Was die Post betrifft, die Zustellung von Briefen und Paketen im Inland funktioniert einwandfrei. Natürlich auch in Quarantänegebieten und das war natürlich auch sehr wichtig, hier sehr schnell handlungsfähig zu sein. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Postzustellung sind hier jeden Tag in ganz Österreich im Einsatz. Hierzu kommen noch die Mitarbeiter der privaten Paketdienstleister. Sehr positiv ist es auch, dass die Postämter und die Postpartner flächendeckend geöffnet haben. Aktuell sind von den österreichweit knapp 1.800 Postgeschäftsstellen rund 90% geöffnet. Weiters aktuell Postämter, die entsprechend von Schließungen betroffen werden, werden auch hier in Zeiten der Krise nach wie vor offen bleiben, bis Ersatzangebote entsprechend auch in Arbeit sind. Also hier haben wir und hat dankenswerterweise die Post entsprechend auch gehandelt. Sehr Wesentliches war es entsprechend auch bei der direkten Geldzustellung, beispielsweise bei Pensionen, entsprechend Anpassungen und Regelungen zu treffen. Diese werden auch aktuell rund 90.000 Pensionistinnen und Pensionisten betreffen. Das heißt, die Pensionen werden kontaktlos in Österreich bar zugestellt. Viele sind natürlich auch auf diesen Service angewiesen und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Post AG. In diesem Zusammenhang ist mir aber auch eines sehr wichtig. Unser Leben hat sich mehr oder weniger von den öffentlichen Plätzen nach zu Hause verlagert, vor allem auch was das Einkaufsverhalten betrifft. Es haben ja die Mehrzahl der Shops auch geschlossen, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, auch regional einzukaufen. Gerade jetzt, wo eben auch viele Handelsunternehmen, vor allem auch kleine Betriebe in der Nachbarschaft straucheln. Wer beim Online-Shop des Händlers ums Eck kauft, der hilft mit, hier wirklich auch nachhaltig das Überleben zu sichern. Eine Großzahl von kleinen Betrieben hat bereits auch Online-Shops eröffnet. Das funktioniert wirklich sehr gut und reibungsfrei. Hier sind die Postdienstleister in Österreich jene, die dann auch die notwendige Infrastruktur zum Ausliefern anbieten. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Bereich der Lebensmittelversorgung.
Das Netzwerk Kulinarik hat mit der Seite Frisch zu mir gerade ein Verzeichnis gestartet, wo man per Versand regionale Lebensmittel bestellen kann, quasi direkt von den Bäuerinnen und Bauern. Mittels Post wird das dann innerhalb kürzester Zeit entsprechend auch frisch zugestellt. Also auch hier die Bitte, wirklich vermehrt auf regionale Produkte zuzugreifen und entsprechend halt eben auch hier die Chance zu nutzen, die heimische Wirtschaft zu stärken. Ja, sehr gute Nachrichten gibt es auch bezüglich der Einsatzfähigkeit der Infrastruktur im Bereich der Telekommunikation. Unsere Netze sind stabil. Die Netze haben die Stresstests der letzten Wochen einwandfrei gemeistert und überstanden. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Die Situation war durchaus eine große Herausforderung. Wir hatten eine massive Belastung der Netze über die letzten Wochen. Über 1 Million Schüler, fast 400.000 Studierende und ein Großteil der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren ganztägig zu Hause. Eine Belastung, die es so noch nie zuvor in Österreich gegeben hat. Wir haben vor allem in den ersten Tagen einen deutlichen Anstieg bei Telefonaten und Datennutzung verzeichnet. Bei den Telefonaten war es ein Plus von rund 120%. Im Datenverkehr konnten wir eine Zunahme von bis zu 40% verzeichnen. Wir können nach gut einer Woche berichten, die Datennetze halten, die Mobilnetze halten, die heimischen Netze haben, wie gesagt, den Stresstest in der Krise sehr gut überstanden. Das verdanken wir zum einen natürlich den guten Netzen in Österreich mit mehreren eigenständigen Infrastrukturen. Andererseits sehen wir aber durchaus auch das Bemühen der Netzbetreiber, um ihren Betrieb in den vergangenen Wochen entsprechend auch zu optimieren. Und an dieser Stelle hier ein ganz großes Dankeschön. Auch der Service bei Handyschäden und technischen Problemen ist weiterhin garantiert. Die Telekommunikationsunternehmen halten viele ihrer Shops offen, um entsprechend hier auch die Versorgung und Wartung der Endgeräte sicherzustellen. Wenn es technische Probleme gibt bei Telefon oder entsprechend auch Internetanschlüssen zu Hause, beheben weiterhin die Techniker diese Störung, um den Zugang zum Internet entsprechend auch sicherzustellen. Dass das alles so gut funktioniert, hat einen Grund, und das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich hier wirklich hervorragende Arbeit leisten, oft unter sehr schwierigen Bedingungen. Ich darf an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Postdienstleistern und auch bei den Telekommunikationsunternehmen aussprechen. Geschätzte Damen und Herren, wir haben am Sonntag sehr eindrucksvoll im Nationalrat auch gesehen, wie viele Gesetzesänderungen durch den Nationalrat gegangen sind, weil wir entsprechend durch die Corona-Krise betroffen sind. Das hat unter anderem auch eine Gesetzesnovelle des Telekommunikationsgesetzes betroffen. Wir haben jetzt einen standardisierten SMS-Versand an Menschengruppen in Gefahrensituationen ermöglicht. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Telekom-Provider. In Katastrophenfällen wie aktuell Covid-19-Epidemie müssen Menschen in bestimmten Gebieten oft rasch und zielgerichtet informiert werden. Dazu haben wir jetzt entsprechend die gesetzliche Grundlage in Österreich geschaffen. Der nationale Krisenstab berät bzw. informiert dann, ob eine Personengruppe hier explizit informiert werden muss. Und gezielt dorthin werden dann entsprechend auch SMS versandt, um beispielsweise aufzufordern, die Fernsehgeräte, Radiogeräte einzuschalten und entsprechend auch vertiefende Informationen auch zu bekommen. All das hat in sehr kurzer Zeit funktioniert, und auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Unsere Telefonnetze, unsere Datennetze, unsere Postversorgungsnetze haben wirklich gezeigt, dass sie äußerst stabil sind. Das ist für die Bevölkerung sehr wichtig. Das ist aber vor allem auch für die Wirtschaft essentiell. Und das ist für uns als Bundesregierung, und ich glaube vor allem auch für alle Österreicherinnen und Österreicher, eine wirklich große Beruhigung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Minister. Herr Pölzl, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, in diesem Rahmen an die Öffentlichkeit, aber auch an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Informationen zu richten. Ich möchte beginnen mit dem Dank an die 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Postversorgung aufrechterhalten in Österreich, die Versorgung mit Briefen, mit Paketen, aber auch mit Geldauszahlungen, was ja auch in Diskussion stand vor ein paar Tagen, ist sichergestellt. Und dafür strengen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich an. Und dazu haben wir in allen Unternehmensbereichen Adaptionen getroffen, dass nämlich der Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Postlerinnen und Postler, aber auch die Gesundheit der unserer Kunden gesichert ist. Wir haben zum Beispiel im Bereich der Zustellung schon vor 2 Wochen umgestellt auf die kontaktlose Zustellung. Es werden Briefe, Pakete, aber auch Gelddienstleistungen kontaktlos zugestellt. Das ist sehr, sehr wichtig, natürlich für die Sicherheit der Postlerinnen und Postler, aber natürlich auch für die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden. Und so ist es gelungen, eben weiter ca. 4 Millionen Haushalte täglich zu beliefern. Und wir haben nach wie vor die größte auch Kundenkontaktoberfläche Österreichs. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auf die Schutzmaßnahmen im persönlichen Kontakt ganz besonders Wert legen. Wir sind aber auch sehr froh und sehr stolz darauf, dass wir fast alle Postfilialen, bis auf eine Ausnahme, und 90% unserer Postpartner weiter aufrechterhalten können. Ich danke da auch der Bundesregierung, die sehr, sehr schnell mit entsprechenden Verordnungen und Adaptionen reagiert hat. Und auch da haben wir umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen im Umgang, im Kontakt mit den Kunden. Hier wird auf Sicherheit Wert gelegt. Hier haben wir auch Personal eingesetzt, die den Zugang in die Postfilialen regelt. Wir wollen hier nicht mehr als 3 Personen in einer Filiale, in einem Postpartner haben. Also wenn Sie heute das eine oder andere Mal vielleicht Schlangen vor der Postfiliale sehen, dann ist das den Zugangskontrollen geschuldet. Aber natürlich hat auch der Kontakt deutlich abgenommen. Ich danke aber natürlich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Tochtergesellschaften. Wir haben Tochtergesellschaften, die Österreich mit Geld versorgen. Also alle die Bankomatversorgung wird über die Postwertlogistik sichergestellt. In der Postwertlogistik haben wir auch nun über neue Verfahren dafür gesorgt, dass das Geld zum Beispiel, das so wichtig ist, die Pensionen, die ausbezahlt werden, dass das kuvertiert wird und in Kuverts, geschlossenen Kuverts übergeben wird, auch wieder ohne den Kontakt mit den Kundinnen und Kunden zu suchen. Also da wurden umfangreiche Adaptionen und Anpassungen durchgeführt. Unsere Tochter, die Post Systemlogistik, empfängt nun zum Beispiel Schutzkleidung aus dem Ausland in hohem Ausmaß für Kunden unterschiedlichster Art, konfektioniert das in kleine Pakete und versendet, wird das jetzt zum Beispiel in den nächsten Tagen an die Ärzte versenden in Österreich oder an Krankenhäuser oder an die Adressen, wo diese Schutzkleidung benötigt wird. Und schlussendlich wurde dem Thema E-Commerce ein ganz besonderer Stellenwert beigelegt. E-Commerce stützt sich und vor allem von österreichischen Lieferanten, von österreichischen Plattformen, die jetzt dankenswerterweise auch entstehen, stützt sich auf die Postdienstleistungen. Aber neben vielen regionalen Initiativen gibt es vor allem eine österreichweite Initiative. Das ist das Portal Shopping der Österreichischen Post AG. Und wir werden in den nächsten Tagen hoffentlich einige hunderte Händler neu dazu bekommen. Hier gibt es großes Interesse. Hier haben wir auch verkürzte, vereinfachte Onboarding-Prozesse auf den Weg gebracht. Und das ist das einzige österreichische Portal, österreichweite Portal für den österreichischen Handel, für österreichische Produzenten. Hier kommt garantiert die Lieferung aus Österreich für Österreich. Und damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag in einer Zeit, wo ja der stationäre Handel in vielen Sparten, in vielen Segmenten geschlossen ist.
Am Ende meiner Ausführungen möchte ich mich ausdrücklich bei der Bundesregierung bedanken. Ich glaube, die schnellen, sehr transparenten Reaktionen der Bundesregierung sind europaweit einzigartig. Sie steht mir zwar nicht zu, möchte es aber trotzdem machen, der Bundesregierung da den Europameistertitel zu geben für die schnelle Reaktion, für die punktgenaue Reaktion. Ich muss sagen, hier ist in Gesetzen und Verordnungen in sehr kurzer Zeit sind hier Dinge geschehen, die man vorher für völlig unmöglich gehalten hätte, die aber die Basis dafür sind, dass die Postversorgung, dass die Versorgung des Landes derartig gut funktioniert. Und das liegt nicht zuletzt auch natürlich an einer ganz klaren Linie, die von unserem Bundeskanzler ausgeht. Das ist wirklich außerordentlich und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Ich glaube, das kommt uns allen zugute. Aber natürlich auch abschließend vor allem der Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise auch persönliche Risiken eingehen durch den Kontakt mit den Kundinnen und Kunden, die aber notwendig sind, um die Postversorgung aufrechtzuerhalten. Vielen Dank, Herr Arnoldner. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Bundesministerin, es ist ziemlich genau 2 Monate her, da sind wir in diesem Raum gestanden und haben das größte 5G-Netz Österreichs eröffnet und haben über die Bedeutung der digitalen Infrastruktur in Österreich gesprochen. Aber wer hätte sich vor 2 Monaten gedacht, wie brutal uns diese Bedeutung vor Augen geführt wird? Und es ist, glaube ich, man kann mit Recht sagen, dass noch nie in der Geschichte die Telekommunikationsinfrastruktur so wichtig war, wie wir das heute sehen. Ob es darum geht, als Lebensader für die Unternehmen zu sein, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice haben, für Schülerinnen und Schüler, die von zu Hause lernen, für Menschen, die mit ihrem Liebsten im Kontakt bleiben wollen oder für diejenigen, die auch einfach nur von der Situation abgelenkt sein wollen oder sich zu Hause online über die aktuelle Situation informieren möchten. Die letzten Wochen waren sicherlich für das Land und für die Bevölkerung eine sehr große Herausforderung, aber wie es schon ausgeführt wurde, auch für unsere Branche und für unsere Netze eine sehr große Herausforderung. Wir haben einen Anstieg von 56% im Bereich der Telefonie, von 36% im Bereich der Daten zu verzeichnen, aber wir sehen, die Netzinfrastruktur, unsere Netzinfrastruktur ist außerordentlich stabil und zuverlässig. Wir hatten auch andere Herausforderungen zu bewältigen. Kunden und öffentliche Stellen, die dringend neue Kapazitäten gebraucht haben. Wir haben sehr unbürokratisch und schnell die Gesundheitshotline 1450 von einem anderen Betreiber übernommen und mit zusätzlichen Kapazitäten ausgestattet. Wir haben das AMS-Callcenter unterstützt. Wir haben das Außenministerium unterstützt beim Callcenter für die Rückholung von rund 50.000 Österreicherinnen und Österreichern, die gerade im Laufen ist. Wir haben von vielen Kundinnen und Kunden ganz tolles Feedback bekommen über die Schnelligkeit der Implementierung von neuen Kapazitäten, von neuen Leitungen, von Homeoffice-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und wenn es Ihnen nicht so schnell genug gegangen ist, kann ich Ihnen zumindest versichern, wir haben uns sehr, sehr bemüht. Und wer hat sich bemüht? Hinter all diesen Zahlen und Themen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der A1 Telekom Austria, die wirklich in den letzten Wochen Herausragendes geleistet haben. Wir haben den Schritt ins Homeoffice absolut reibungslos geschafft. Wir haben wahrscheinlich das größte Homeoffice-Callcenter des Landes mit 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus dem Homeoffice unsere Kunden betreuen. Aber wir haben insbesondere sehr viele Technikerinnen und Techniker im Feld und in unseren Shops, die auch im persönlichen Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden weiter für die kritische Infrastruktur des Landes da sind. Und es ist überwältigend zu sehen, mit welch großem Einsatz und Engagement das passiert. Und ich möchte wirklich, wirklich sagen, wir sind wahnsinnig stolz auf euch. Ihr macht das ganz großartig und ein großes Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen sicherlich viele jetzt auch zusehen. Ich möchte nicht verhehlen, diese Situation hat für uns als Unternehmen durchaus auch finanzielle Auswirkungen. Denken Sie nur an die zusätzlichen Investitionen, die notwendig sind, um diese Kapazitäten herzustellen. Denken Sie an den Entfall von Roaming-Entgelten. Viele Digitalisierungsprojekte bei Geschäftskunden sind natürlich gestoppt und die Auswirkungen der Wirtschaftskrise können wir noch gar nicht ganz genau abschätzen.
Unsere oberste Priorität trotzdem gilt jetzt natürlich der Sicherstellung der Stabilität der Infrastruktur und natürlich auch der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir der aktuellen Situation vielleicht auch etwas Positives abgewinnen wollen, dann muss man aber trotzdem auch ganz klar sagen, wenn die Digitalisierung nicht so weit wäre, würden wir mit dieser Krise noch viel schlechter umgehen können. Ich glaube, wir gehen sehr gut mit dieser Krise um. Ich möchte mich auch da den Worten von Georg Pölzler anschließen. Ich glaube, wir tun in Österreich alles Menschenmögliche. Aber überlegen Sie sich, wie das vor 20 Jahren gewesen wäre, wenn wir nicht so einfach in das Homeoffice hätten wechseln können, wenn wir nicht so einfach in Distance Learning hätten wechseln können oder wenn sich internationale Forschungsgruppen nicht digital über die Bekämpfung des Coronavirus austauschen könnten. Ich glaube deswegen, dass wir durch diese Krise einen deutlichen Digitalisierungsschub noch einmal erleben werden. Ich glaube, wenn wir weiterhin so an einem Strang ziehen, wie das in den letzten Wochen der Fall war, können wir auch als Land sehr gestärkt aus dieser Krise herausgehen. Bis dahin werden wir weiter daran arbeiten, die Netze stabil zu halten. Gemeinsam sind wir stärker. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Herr Bierwirth, bitteschön. Sehr verehrte Damen und Herren, in den letzten Wochen haben wir ein Datenwachstum gesehen, wie üblicherweise in einem einzigen Jahr. Am letzten Wochenende hatten wir mehr Telefonate als je zuvor. Österreicherinnen und Österreicher arbeiten und surfen nicht nur im Internet, sie beginnen auch wieder miteinander zu reden, zu telefonieren. Und wir alle profitieren heute davon, dass wir in Österreich die besten Netze gebaut haben, gerade im mobilen Bereich, die es in Europa gibt. Wir als Telekom-Unternehmen und gerade bei Magenta sind uns unserer Verantwortung für die österreichische Wirtschaft dabei voll bewusst. Heute in den Zeiten, in denen jeder im Homeoffice ist, sind wir das Herz geworden für die österreichische Wirtschaft. Wir erhalten und ermöglichen den Erhalt von Arbeitsplätzen und den Fortbestand im digitalen Bereich vieler Unternehmer und Betriebe. Ich kann heute versprechen, dass die Qualität unserer Netze ausreichen wird, diesen Zustand des digitalen Arbeitens über Wochen und notfalls auch über Monate sehr gut standzuhalten. Diese Zeit, meine Damen und Herren, wird uns aber auch nachhaltig verändern. So haben wir uns beim Arbeiten quasi über Nacht völlig radikal digitalisiert, wie sonst wahrscheinlich in keiner halben Dekade, mit keinem Kulturprojekt. Homeoffice ist nun vollwertig akzeptiert. Und Gleiches gilt auch für die Digitalisierung der Bildung. Auch wenn sich schon ganz viele Österreicherinnen und Österreicher wieder auf ihre Freunde, auf ihre Kolleginnen und Kollegen im Büro freuen, ich bin mir sicher, die Zukunft danach wird noch digitaler sein, als es in der Vergangenheit war. Wir werden noch digitaler arbeiten und leben. Ganz explizit möchte ich mich bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade in den Callcentern, wo Kinder im Hintergrund zu betreuen sind. Die Mitarbeiter aus unseren Shops, die noch immer defekte Geräte tauschen. Und gerade die Mitarbeiter im technischen Service, die noch immer in fremde Wohnungen gehen, um zu servicieren oder neue Hochbrand-Breitbandanschlüsse, also ganz schnelles Internet, neu zu installieren. Natürlich mit voller Schutzausrüstung, aber natürlich auch mit sehr individuellen Sorgen, wenn man in die Haushalte geht. Und ich muss sagen, dass die Einstellung, das zu tun, mich sehr beeindruckt, ich sehr dankbar dafür bin und das absolut einzigartig finde. Ich glaube auch für mich selbst gesprochen, das ist ein Moment, wo wir in unserer Branche, bei uns im Unternehmen, sehr stolz sind, diesen Beitrag auch gesehen zu werden, wie wichtig die Telekom-Infrastruktur ist. Abschließend möchte ich mich auch ganz herzlich bei der Regierung bedanken. Als Deutsche Telekom haben wir in Europa mit 100.000 Mitarbeitern und über 13 Regierungen in dieser Zeit der Corona-Krise zu tun. Ich sehe ein Land, wo der Draht zueinander extrem kurz ist und vor allen Dingen, wo erkannt worden ist, sehr frühzeitig, dass die Telekom zur kritischen Infrastruktur gehört. Mit der Bitte, die Netze müssen funktionieren, aber ihr müsst auch weiter für den Kunden ansprechbar sein. Das zum Beispiel war in unserem Nachbarland Deutschland nicht so. Die Telekom-Shops wurden als erstes geschlossen, während Friseurbetriebe noch offen geblieben sind, bis zum gestrigen Tag. Und ich sage mal, ich verändere mich in dieser Krise lieber optisch,
als dass eine Wirtschaft in der Telekom-Infrastruktur nicht mehr erreichbar ist. Ich möchte auch sagen, dass die Einbindung aller weiteren Stakeholder wie Regulierungsbehörden extrem exzellent funktioniert und zumindest Vorkehrungen getroffen worden sind, dass wir im Falle von Netzüberlast diese Überlast hätten aussteuern können. Das Gute ist, die Netze sind so gut, dass wir das nicht tun müssen. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind bestens für diese Krise gewappnet und hoffen wir, dass sie schnell vorbeigeht. Unser Beitrag dazu, Nutzung der eigenen Kanäle, ob mit dem Hashtag bleibt zu Hause als Absendercode, ob mit einer SMS an über 1 Million unserer Kunden, halte 1 Meter Abstand oder auch eine Veränderung der Eingangsoberfläche unserer Fernsehplattform. Lasst uns diese Krise möglichst schnell übergehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Trijanov, bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich kann stolz verkünden, dass das Netz von 3 diesem Härtetest gut standhält. Die Bedeutung unserer digitalen Infrastruktur lässt sich gerade in diesen Zeiten auch anhand der Nutzung sehr, sehr klar erkennen. Wir haben auch in den letzten Tagen ungefähr 60% mehr Sprachtelefonie erlebt als in normalen Wochen. Interessant auch, dass die Nutzung der Sprachtelefonie im Tagesablauf sich sehr stark verschoben hat. Wenn wir in der Vergangenheit eher eine Lastspitze abends um 18 Uhr hatten, sehen wir jetzt eine Lastspitze um 10 Uhr am Vormittag. Auch ein klarer Beweis dafür, welche Rolle unsere Netze spielen für das Arbeiten von zu Hause und für die österreichische Wirtschaft. Den Anstieg der Last sehen wir auch bei den Datennutzungen. Auch hier ein Anstieg von ungefähr 40%. Auch hier eine Verschiebung der Nutzung in den Tag hinein, obwohl natürlich weiterhin die Lastspitze abends beim Konsum von Videos durch Streaming ist. Also hier zeigt sich, dass die Vorbereitung und der Ausbau der Netze, die wir in den letzten Jahren vorangetrieben haben, um genau diese Anwendung zu unterstützen, dass unsere Kunden ohne Probleme am Abend Videos streamen können, sich hier bezahlt macht und jetzt auch die Kapazität schafft, dass die Kunden am Tag ohne Qualitätsprobleme von zu Hause arbeiten können. Wichtige Dinge, aber natürlich ist es nicht nur ein minimaler Notbetrieb, den wir heute aufrechterhalten müssen, um das zu leisten. Wir sehen immer wieder auch, dass es zu lokalen Kapazitätsengpässen kommen kann. Das bedeutet, dass unsere Technik immer wieder auch im Einsatz sein müssen, um das Netz zu optimieren, um Kapazität zu erweitern, weil natürlich ein Netz nicht stillsteht und auch Nutzung sich immer weiterentwickelt. Das betrifft das Mobilfunknetz, das betrifft Festnetz, auch insbesondere dort, wo große Kunden betroffen sind, gerade wenn Hotlines betrieben werden, wo Kapazitäten erweitert werden müssen für Gesundheitsdiensteanbieter oder Ministerien. Dort sind unsere Techniker im Einsatz, um diese Erweiterung immer wieder auch sehr, sehr schnell und in hoher Qualität abzuwickeln. Wichtig ist es für uns auch, für unsere Kunden da zu sein. Das betrifft zum einen natürlich die Shops. 50 Shops von 3 sind derzeit noch geöffnet und für die Kunden da, um weiterhin auch hilfreich zur Seite zu stehen für all die Probleme, die es geben kann mit der Nutzung von modernen Telekommunikationsdiensten. Aber wir sehen natürlich auch einen starken Anstieg der Nutzung unseres Callcenters und auch des Internets. Callcenter ungefähr einen Anstieg von 20% bei den Anrufen, die wir für unsere Kunden tätigen, mit unseren Kunden tätigen, um ihnen zu helfen. Und im Webbereich natürlich noch ein stärkerer Anstieg, ungefähr 170% Steigerung der Nutzung der Angebote im Web, was natürlich klar verständlich in dieser Krise ist. Alle diese Dinge, all diese Leistungen, die wir verbringen, um hier diese wichtige Infrastruktur aufrechtzuerhalten, sind natürlich ein Verdienst unserer Mitarbeiter. Und dort möchte ich diese Bühne auch nutzen, um mich bei unseren Mitarbeitern zu bedanken für den Einsatz. Natürlich insbesondere, wenn dieser Einsatz draußen vor Ort passieren muss. Aber auch bei all den Mitarbeitern, die im Homeoffice einen guten Betrieb aufrechterhalten. Ein sehr, sehr positives Spirit in dieser Krise durchzieht das Unternehmen. Und das ist wichtig, dass wir diesen Spirit aufrechterhalten, um weiter unseren Dienst hier auch an der Gesellschaft zu leisten. Für unsere Kunden sind wir auch da, natürlich mit attraktiven Angeboten. Es geht nicht nur um gute Qualität der Netze, sondern auch um eine Leistbarkeit der Angebote. Dort sind wir in Österreich in einer sehr, sehr guten Situation, dass Dienstleistungen in der Telekommunikation nicht nur besonders gut, sondern auch besonders günstig sind im internationalen Vergleich. Und dort haben wir eine Reihe von Angeboten geschnürt, wo Kunden für noch weniger Geld noch mehr Leistung, noch mehr Datenvolumen bekommen. Also auch hier bieten wir die entsprechenden Angebote, um hier gut durch die Krise zu kommen und sind auch für KMUs mit Hilfspaketen bereit, um hier in der Not auszuhelfen. Also wir leisten unseren Beitrag. Vielen Dank an unsere Mitarbeiter. Vielen Dank auch an die Regierung für die sehr, sehr gute Kooperation, die wir gefunden haben. In dieser Krise geht es nur gemeinsam.
Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Als erstes bitte Wave. Frau Ministerin, die RTR hat die Versteigerung von weiteren 5G-Netzen verschoben, auch wegen des Coronavirus. Was heißt denn das für den Ausbau des 5G-Netzes und was heißt das für die aktuelle Situation auch? Also die aktuelle Versteigerung bzw. generell die Zuständigkeit für die Versteigerung liegt bei der RTR. Die RTR ist mit allen Bewerbern entsprechend auch in Kontakt. Jetzt gilt es einmal, die Corona-Krise zu lösen. Alles Weitere wird dann auch im Rahmen der RTR weiter vollzogen. Wir hätten bis zum Sommer eigentlich die fertige Auktion geplant gehabt. Es wird sich nach derzeitigem Wissensstand verschieben, aber zuständig dafür ist die RTR. Danke sehr. Dann kommen wir weiter zu ATV und bitte immer dazu sagen, an wen Sie die Frage richten. Dankeschön. Ich habe zwei Fragen. Eine an die Telekommunikationsministerin in dieser Frage. Big Data wurde vom Bundeskanzler angesprochen, dass das in der Corona-Krise genutzt werden könnte. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Und die zweite Frage zu den Bewegungsprofilen, vielleicht an den A1-CEO Herr Alnoldner. Wie konkret hat das funktioniert in der vergangenen Woche? Wird das weiter verfolgt, dass Bewegungsprofile da zur Verfügung gestellt werden? Und wie kann man sich das vorstellen? Es gab ja eine Debatte auch unter Datenschützern. Wie sieht das mit dem Datenschutz aus? Was wird da gespeichert? Wie lange wird es gespeichert? Und kann man da zurückverfolgen, wer wo wann war? Vielen Dank. Also ich bin sehr froh, dass wir in Übereinstimmung vor allem auch mit dem Datenschutzrecht sehr innovative Möglichkeiten gefunden haben, um durch anonymisierte, und das ist das Entscheidende, Datenanalysen hier auch Menschenleben zu retten. Wir haben gemeinsam mit dem Roten Kreuz hier die Auswertung anonymisierter Daten der Telekommunikationsunternehmen, um die Lage besser zu verstehen, also vor allem auch zu sehen, wie wirksam sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung gesetzt hat. Wie gesagt, das wird gemeinsam mit dem Roten Kreuz gemacht. Ja, wenn ich, nachdem ich auch angesprochen war, wir sehen international sehr viel unterschiedliche Technologien im Einsatz bei der Bekämpfung dieser Krise. Und ich möchte auch an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien appellieren, hier präzise auch zu unterscheiden, über welche Technologien wir sprechen. Und wenn Sie davon sprechen, dass Bewegungsprofile übermittelt werden, darf ich Ihnen widersprechen, weil was wir von Anfang an ganz klar gesagt haben, ist, wir übermitteln keine individualisierten Daten an irgendjemanden, nie weder an die Regierung noch an den Krisenstab, sondern was wir machen ist, wir übermitteln die Ergebnisse von Analysen auf Basis von vollkommen anonymisierten, aggregierten Bewegungsmustern. Und das ist eine wertvolle Information für den Krisenstab. Es haben sich viele Expertinnen und Experten und auch Mitglieder des Krisenstabes sehr positiv darüber geäußert, um Ihnen das auch etwas zu verbildlichen, was das bedeutet. Man kann mit diesen Daten zum Beispiel feststellen, wie wirksam die Verkehrsbeschränkungen der Bundesregierungen sind, ob sie an manchen Plätzen einen besonders starken Rückgang haben oder vielleicht nicht so einen Rückgang oder ob die im zeitlichen Verlauf auch tatsächlich halten. Oder man kann die Vorhersagemodelle der Expertinnen und Experten, wo zum Beispiel die nächsten Infektionen auftreten könnten, mit diesen Daten und Analysen verbessern. Noch einmal ganz wichtig, anonymisierte, aggregierte Daten, vollkommen datenschutzkonform, wurde uns auch von vielen Expertinnen und Experten bestätigt, auch von der Leiterin der Datenschutzbehörde. Es war für diese Analyse auch keine Änderung im Rahmen des Corona-Epidemie-Gesetzes jetzt notwendig. Und ich möchte schon noch persönlich noch dazu sagen, ich glaube, wir haben auch eine Verantwortung, eine moralische Verantwortung, uns zur Verfügung stehende Technologien zu nutzen, um Menschenleben zu retten. Danke sehr. War das vergangene Woche einmalig oder wird da immer wieder... Wir steigen an dieser Stelle aus der Live-Übertragung der Pressekonferenz aus und bei mir im Studio ist Hans Bürger, Leiter der ZIB Innenpolitik. In Zeiten, wo sich die negativen Nachrichten überschlagen, waren das jetzt durchwegs positive Post und Telekom funktionieren?
Ja, ich finde, man kann die Bundesregierung schon loben, aber da wurde es vielleicht jetzt ein wenig übertrieben, denn dass wir von 5 verschiedenen Experten und Managern gehört haben, wie toll die Regierung arbeitet, war vielleicht in der Dichte ein wenig zu viel. Aber es stimmt, offensichtlich funktioniert in Österreich sowohl die Telekommunikation als auch alles, was die Post angeht. Wir haben gehört, wir haben einen Rekordtag an Anrufen gehabt, überhaupt in der Geschichte der Zählung letztes Wochenende. Und es ist natürlich so, dass auch die Schulaufgaben sehr viel Daten verschlingen. 1 Million Schüler versucht, Hausübungen von zu Hause zu machen und 400.000 Studenten. Trotzdem funktioniert mittlerweile alles. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es gesagt wurde, aber es wurde auch berichtet in der Unterlage, dass sogar Netflix immer garantiert funktionieren wird, sodass auch die Freizeitgestaltung für einige Kinder funktioniert. Also ist halt einmal was Positives. Also bei Post und Telekom gibt es genug zu tun. Leider schaut das in anderen Bereichen nicht so aus. Die Krise wird sehr teuer werden. Kann man da schon abschätzen, wie das weitergehen wird? Also da muss ich immer darauf hinweisen, dass wir hier ja in einer großen Wirtschaftsgemeinschaft leben, in der Europäischen Union. Wobei man sagen muss, dass es besser wäre, wir würden hier auch in einer politischen Union mehr leben und es würde die Gesundheitspolitik besser koordiniert sein. Das ist aber vom Grundgesetz, von der Rechtestruktur der Europäischen Union halt so nicht vorgesehen. Aber die Wirtschaftsgemeinschaft dürfte funktionieren. Die fangen wir oben an. Die Europäische Zentralbank plant ja ein riesiges Paket und ebenso plant jetzt Österreich ein 38 Milliarden Paket. Das Problem ist immer nur, dass man von den kleineren Unternehmen vor allem hört, ist, wie mache ich das, wie stark ist die Bürokratie und wann komme ich endlich zum Geld. Das hört man von allen Seiten. Das hört man aber auch von größeren Unternehmen. Gestern auch in der Zeit im Bild 2 hat man einige Firmenmanager gesehen, die gesagt haben, ich glaube, es war Kastner und Oehler, dass es auch für sie nicht einfach ist, zu den richtigen Zahlungen zu kommen, wie sie Kredite überbrücken, wie das mit den Bankgarantien funktioniert, mit den Haftungsgarantien. Also da steht jetzt noch gewaltig viel Arbeit vor uns. Und es ist schon wichtig, dass wir in einem Zustand bleiben, wo die Wirtschaft nicht komplett zusammenbricht, sondern im Herbst spätestens wieder halbwegs auf Normaltouren fahren kann. Ist das ein realistisches Szenario, dass es im Herbst vielleicht wieder Normalität geben könnte? Ich habe das vorher auch schon gesagt, da ist man immer ein bisschen im Zwiespalt als Journalist. Was erhält man als Hintergrundinformation, was jetzt noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist und was ist für die Öffentlichkeit gedacht? Ich muss dazu sagen, dass die Warnungen vor einem positiven Verlauf in den nächsten Tagen oder Wochen zu sprechen, dass die sehr stark sind. Um es umzuformulieren, nein, es ist noch kein großer Optimismus angesagt. Die Lage und die Sache wird uns noch Wochen und ich fürchte monatelang begleiten. Normalzustand ist ja dann erreicht, wenn grundsätzlich wieder alles offen hat und alles funktioniert. Und so wie wir es vom Bundeskanzler ja auch gehört haben und von allen anderen Ministern, wird das ganz langsam und zwar Schritt für Schritt gehen. Vielleicht werden nach Ostern einige Geschäfte wieder aufgesperrt, dann kommt die nächste Welle an Geschäften. Dann kommen Veranstaltungen, wie man hört, auch Konzerte möglicherweise. Und als allerletztes kommen die Schüler. Und wie sich das ausgehen soll, Mai, Juni, weiß ich noch nicht ganz genau. Jedenfalls will man zumindest die Matura einmal dass die Maturanten ihre Matura machen können. Das soll dann am 18. Mai, 19. Mai passieren in diesen Tagen. Alle anderen Prognosen, wann zum Beispiel wieder Schulnormalbetrieb herrscht, traue ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht zu geben. Wir werden also alle noch viel Geduld brauchen. Vielen Dank, Hans Bürger, für die Einschätzungen. Gerne. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sind um 11.30 Uhr gleich wieder für Sie da mit der Pressekonferenz von Umweltministerin Leonore Gewessler. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen.
Herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell zur Coronavirus-Situation. Heute stehen viele Pressekonferenzen zum Coronavirus auf dem Programm. Nach Gesundheitsminister Rudolf Anschober und der Ministerin für Landwirtschaft, Tourismus und Regionen Elisabeth Köstinger warten wir jetzt auf die Pressekonferenz von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler. Sie wird über das Thema Energieversorgung sprechen. Und deshalb werfen wir jetzt wieder einen Blick in das Bundeskanzleramt und sehen, die Pressekonferenz startet noch nicht. Daher darf ich Hans Bürger wieder bei mir im Studio begrüßen. Heute gibt es sehr viele Pressekonferenzen. Wir haben schon einiges gehört heute. Was ist denn jetzt zu erwarten? Keine startet pünktlich. Man stelle sich vor, wir würden so arbeiten. Na, ist schon klar, bei so vielen Pressekonferenzen muss immer wieder auch umgebaut werden und der nächste Minister, die neue oder die nächste Ministerin kommt, ist natürlich auch eine gute Gelegenheit für ein Kabinett, sich zu jedem Thema zu äußern. Also heute ist es fast schon ein bisschen zu dicht aus meiner Sicht. Jetzt geht es um die Energieversorgung. Ich habe jetzt gerade ein bisschen nachgeschaut. Energieversorgung klingt als Selbstverständlichkeit für uns alle. Niemand kann sich vorstellen, was es heißt, einmal, dass die Energieversorgung nicht funktioniert. Sie kommt bereits. Sie sind doch fast pünktlich, genau. Bitte, habe ich. Man muss nur sagen, Sie sind Bundeskanzleramt. Es geht schon los. Pressestatement von der Frau Klimaschutz und Energieministerin Gewessler und dem Herrn Urbancic, Vorstand von E-Control. Und ich ersuche zunächst um das Statement von der Frau Bundesministerin. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Erscheinen hier vor Ort und auch für die Teilnahme per Livestream. Ich darf Sie heute über aktuelle Maßnahmen im Bereich der kritischen Infrastruktur informieren und dabei insbesondere über Maßnahmen der Versorgung der Menschen in Österreich mit Strom und Wärme. Die derzeitige Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen und ich möchte mich deswegen auch heute am Anfang bei all jenen bedanken, die mit uns gemeinsam den Kampf gegen Corona führen. Danke an alle, die zu Hause bleiben und damit aktiv etwas gegen die Ausbreitung tun und danke an all jene, die unter großem persönlichen Einsatz weiter ihrer Arbeit nachgehen, damit wir Lebensmittel haben, damit es in unseren Wohnungen warm ist, damit wir Strom haben und auch damit wir auf den Straßen und in den Öffis sicher von A nach B kommen. Und ich weiß, dass sich viele Menschen derzeit große Sorgen machen um ihre Gesundheit, um ihren Job, um ihre Verwandten, auch um ihre Liebsten. Und ich weiß, dass bei vielen Menschen dieser Tage auch existenzielle Fragen dazu kommen. Wann werde ich wieder arbeiten können? Wie zahle ich meine Rechnungen? Und auch, wie zahle ich meine Heizkosten und die Stromrechnung? Und es freut mich, dass wir deswegen heute zumindest eine Last von Ihren Schultern nehmen können, dass wir eine Ihrer Sorgen zerstreuen können. Gemeinsam mit den österreichischen Energieversorgern sind wir übereingekommen, dass niemandem, der in Österreich aufgrund dieser schwierigen Situation seine Rechnung nicht pünktlich zahlen kann, Strom, Heizung oder Warmwasser abgedreht wird. Die ganze Branche steht hinter dieser Einigung und dafür möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei allen Vertreterinnen und Vertretern bedanken. Ganz besonders geht dieser Dank an Präsident Leonhard Schitter von Österreichs Energie, Obmann Peter Weindelt vom Fachverband Gas-Wärme und dem Geschäftsführer Roland Tropper von der Vereinigung der österreichischen Elektrizitätswerke. Die Einigung, die wir heute verkünden können, ist ein nächster Schritt, ist ein schönes Signal, ist auch ein deutliches Signal dafür, wir lassen in Österreich niemanden zurück, auch in dieser schwierigen Situation. Für wen gilt diese Einigung also? Lassen Sie mich zwei Beispiele nehmen. Sie gilt erstens für Haushaltskunden. Das heißt, Haushaltskunden, die wegen Quarantäne oder wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht zahlungsfähig sind oder schlicht den Weg zur Bank oder zur Post nicht machen können. Diese Einigung gilt zweitens aber auch für Ein-Personen-Unternehmen und für Kleinunternehmen, die wegen Corona Liquiditätsprobleme haben, zum Beispiel, weil ihre Betriebsstätten von einem Betretungsverbot betroffen sind. Es gibt aber weiter auch innerhalb der Branche ein Signal. Energielieferanten, die von den Zahlungsausfällen ihrer Kunden, Kundinnen betroffen sind, teilen sich dieses Risiko mit den Netzbetreibern und wir konnten also auf allen Ebenen hier eine gute Lösung finden. Sehr geehrte Damen und Herren, wir stehen wirklich vor einer großen Herausforderung. Die Maßnahmen, die die Bundesregierung setzt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, verlangen uns allen viel ab. Und für alle, die sich deswegen auch in einer finanziell schwierigen Situation geraten, sorgen wir mit dieser Einigung für Entlastung. Das ist eine Einigung mit den österreichischen Energieversorgern, mit Österreichs Energie, mit dem Fachverband
Gaswärme, der Vereinigung der österreichischen Elektrizitätswerke, aber auch mit der E-Control. Die E-Control wird in den nächsten Tagen auch für Fragen der Konsumentinnen und Konsumenten zur Verfügung stehen und die Umsetzung dieser wichtigen Einigung auch begleiten und unterstützen. Deswegen freue ich mich, dass Wolfgang Urbancic, Vorstand der E-Control, heute auch mit mir hier ist und Sie im Anschluss noch über einige Details dieser Einigung informieren wird. Ich denke, wir können damit eine Last von den Schultern vieler Menschen nehmen und auch einige der Sorgen in dieser Situation zerstreuen. Die Versorgung mit Strom und Wärme ist in Österreich sicher, auch dann, wenn durch die aktuellen Maßnahmen finanzielle Engpässe entstehen. Und es zeigt sich deutlich, gerade in schwierigen Zeiten gilt es zusammenzustehen, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Deswegen noch einmal ein Danke an alle Beteiligten, dass es uns gelungen ist, so rasch, so unkompliziert und auch so unbürokratisch zu dieser Lösung zu kommen, im Sinne aller Menschen, die in Österreich leben. Die österreichische Energiewirtschaft hat aber schon sehr früh Maßnahmen darüber hinausgesetzt, um die Versorgung während der Corona-Krise zu sichern. Das geht von getrennten Teams an getrennten Standorten bis hin zur freiwilligen Isolation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Kraftwerksstandorten. Und gerade bei all jenen, die in dieser Situation wirklich weit über das selbstverständliche Maß und mit größtem persönlichen Einsatz für die Gesellschaft da sind, möchte ich mich auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken. Und danke auch an Sie alle in Österreich, dass Sie gemeinsam mit uns den Kampf gegen Corona führen. Haben Sie Mut, halten Sie durch, jeder Tag hilft. Vielen Dank, Frau Minister. Herr Urbancic, bitteschön. Sehr geehrte Damen und Herren, wie sieht nun die Abwicklung ganz konkret aus? Das heißt, wenn man im Augenblick aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation Probleme hat, zum Beispiel mit seinem Zahlschein zur Bank zu gehen, man soll ja das Haus nicht verlassen, wenn man in einer finanziellen Ausnahmesituation ist, dann gibt es eine Lösung dafür. Man wendet sich an den zuständigen Energieanbieter. Sie haben die Kontaktdaten der Energieanbieter auf Ihrer Strom- oder Gasrechnung. Sie finden sie auch im Internet und auch die E-Control. Wir haben eine Liste von allen in Österreich tätigen Stromanbietern und Gasanbietern mit allen Kontaktdaten veröffentlicht. Da wird Ihnen dann geholfen. Das heißt, hier wird eine Lösung gefunden. Das kann sein, dass es einen Zahlungsaufschub gibt, dass man nach dieser Krisensituation dann die Rechnung zur Einzahlung bringt. Oder dass es überhaupt einen Ratenplan gibt, der vereinbart wird. Die Frau Bundesministerin hat es bereits angesprochen. Es ist so, dass jetzt einmal keine Abschaltungen aufgrund eines Zahlungsverzugs vorgenommen werden, sowohl im Strom- als auch im Gasbereich. Das gilt jetzt bis auf Weiteres, jedenfalls einmal bis zum 1. Mai. Und es ist so, dass das auch nicht nur für die Konsumentinnen und Konsumenten gilt, also auch nicht nur für die Haushaltskunden, sondern auch für die Ein-Personen-Unternehmen, für die Kleinunternehmen. An die größeren Unternehmen gerichtet auch die Information, es kann sein, dass es jetzt aufgrund von Betriebsstilllegungen, von Reduktionen der Produktion natürlich auch zu einem Minderbezug von Strom und Gas kommt. Und in diesem Zusammenhang auch der Rat, wenden Sie sich da an Ihre Energieanbieter. Im Einvernehmen ist es durchaus möglich, dass man die aktuellen Zahlungen, die Abschlagszahlungen, die Vorauszahlungen auch reduziert. Wenn es weitere Fragen gibt zu Strom und zu Gas, stehen wir als E-Control zur Verfügung. Die E-Control hat ihren Betrieb aufrechterhalten. Selbstverständlich sind wir gerade in dieser sehr speziellen Situation für die Kundinnen und Kunden da. Wir haben eine Webseite, wo sehr viele Informationen drauf sind. Wir sind für Sie per E-Mail erreichbar und auch im Wege unserer Hotline 0810 10 2554. Das ist die E-Control-Hotline, bei der wir für Sie, für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Wenn es Probleme geben sollte, ganz generell mit Energieanbietern, haben wir auch eine bewährte Schlichtungsstelle. Im Rahmen solcher Schlichtungsverfahren hören wir uns alle Seiten an, auch die unternehmerische Seite. Und ich kann sagen, dass wir in den allermeisten Fällen eine sehr gütliche Einigung finden. Das gelingt uns fast immer. Ein Punkt noch für Kundinnen und Kunden, die
über ein sehr geringes Einkommen verfügen. Es gibt schon seit vielen Jahren eine gesetzliche Grundlage, die es ermöglicht, dass wenn man ein geringes Einkommen hat, das sind insbesondere Ausgleichszulagenbezieher oder sonstige mit geringen Einkommen, dass man von bestimmten Zuschlägen der Stromrechnung befreit ist. Das sind die Ökostromzuschläge. Das Ganze wickelt die GIS ab, und wenn man GIS-Gebühren befreit ist, das sind nämlich dieselben Personen, dann hat man auch einen Anspruch auf Befreiung von diesen Ökostromzuschlägen. Wenn Sie dazu Informationen haben möchten, dann stellen wir die Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung auf unserer Webseite der E-Control, www.e-control.at, und auch die GIS hat diese Informationen. Bei einem durchschnittlichen Haushalt reduziert das die Stromrechnung im Jahr bis zu 90 bis 100 Euro. Die Zusammenarbeit mit der Energiewirtschaft funktioniert sehr gut. Ich möchte auch von meiner Stelle sagen, dass die Energiewirtschaft immer schon auf Krisenfälle vorbereitet war, weil diese zentrale Infrastruktur natürlich immer weiterlaufen muss. Dementsprechend gab es immer wieder auch Übungen, Krisenpläne und dergleichen mehr, wo alle Beteiligten auch eingebunden waren, auch die E-Control. Und ich kann von unserer Warte auch sagen, dass die österreichische Energiewirtschaft eine ganz ausgezeichnete Arbeit macht, gerade in dieser sehr außergewöhnlichen Situation, und kann auch sagen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Hier ist alles im grünen Bereich. Am Ende kann ich noch sagen, dass wir auch das alles monitoren. Das heißt, wenn es jetzt um diese Einigung hier geht, der Nichtabschaltungen, werden wir dann Frau Bundesministerin dann selbstverständlich auch einen Bericht darüber erstatten. Vielen herzlichen Dank. Wir dürfen Sie nun einladen, Fragen zu stellen. Puls 4, bitteschön. Eine eher allgemeinere Frage, und zwar, wie haben sich die letzten zwei Wochen denn so grundsätzlich auf den Energieverbrauch ausgewirkt? Ist es massiv weniger geworden? In welchen Bereichen ist es mehr geworden? Vielleicht können Sie allgemein ein bisschen was dazu sagen. Der Energieverbrauch ist generell zurückgegangen. Wir sprechen hier von einem Rückgang von 10-15%. Bei den Haushalten geht er teilweise ein wenig hinauf. Grundsätzlich ist es aber so, dass eben im Augenblick weniger Energie verbraucht wird. Danke sehr. Gibt es weitere Fragen? Dann kommen wir zu den eigenen Fragen und auch stellvertretend für die, die Das ist eine eigene Homeoffice Frage. Sind. Mich würde interessieren, ist es eine gesetzliche Maßnahme, dass nicht abgeschaltet wird, oder ist das quasi ein Branchenkonsens, der quasi da ohne Gesetz gefunden worden ist? Es gab im Nationalrat einen Entschließungsantrag, der mich aufgefordert hat, einen Branchenkonsens zu finden. Dem bin ich jetzt nachgekommen, und das ist gelungen, mit der Energiewirtschaft wirklich in großer Einigkeit und auch rasch und unbürokratisch. Und das ist mir das wichtigste Anliegen, dass wir jetzt eine Lösung haben für alle Menschen, die sich Sorgen machen, und so sicherstellen können, wie gesagt, dass niemanden in Österreich gerade in dieser Situation das Strom abgedreht wird, dass die Heizung abgedreht wird, das Warmwasser abgedreht wird. Und diese Branchenvereinbarung gilt bis auf Weiteres, solange die Maßnahmen gelten. Und das ist ein guter und ein wichtiger Beitrag. Daran anschließend hätte ich die Frage, wenn es aufgrund dessen zu Zahlungsausfällen kommt, die dann nicht mehr eintreibbar sind, wird das dann quasi vom Bund an die Energieversorger abgegolten? Gibt es da eine Vereinbarung, oder muss das jeder sein eigenes Risiko da für sich tragen? Also wir haben jetzt eine Einigung, die dafür sorgt, dass es keine Abschaltungen gibt aufgrund von Zahlungsverzügen, aufgrund der Unmöglichkeit für manche Menschen, jetzt Rechnungen zu bezahlen, aufgrund von wirtschaftlichen Voraussetzungen, aufgrund von Quarantäneregelungen. Und das heißt, es gibt eine Einigung, diese Zahlungen zu stunden, zu verschieben, auf Raten zu zahlen. Und darüber hinaus gibt's natürlich ein großes Paket der Bundesregierung auch zur Unterstützung der Wirtschaft, damit wir die Wirtschaft sicher durch diese Krise manövrieren. Aber das sind zwei getrennte Vereinbarungen. Aber Zahlungsausfälle der Energieversorger, werden die abgegolten oder nicht? Also wir gehen jetzt einmal nicht davon aus, dass es große Ausfälle auf Dauer gibt, aber der Energieverbrauch, wie der Dr. Urbanschitz schon ausgeführt hat, sinkt. Also das heißt, die Zahlungen werden insgesamt weniger. Danke. Gibt es noch weitere Fragen von Kollegen, die via Homeoffice dabei sind? Keine eingemeldet worden?
Hier auch keine. Dann Dankeschön fürs Kommen, den Kollegen, die wir Homeoffice dabei waren. Danke, Frau Bundesminister. Das war also die Pressekonferenz zur Energieversorgung. Bei mir ist Hans Bürger, der Leiter der Zeit im Bild Innenpolitik. Das waren jetzt eigentlich gute Nachrichten, gerade in Zeiten, wo die Menschen zu Hause bleiben müssen und vielleicht nicht mehr arbeiten können und Sorge haben, dass sie Rechnungen nicht zahlen können. Wir haben gehört, Strom, Gas wird auf keinen Fall abgedreht. Ja, das ist eine wirklich gute Nachricht für sicher viele Haushalte, für viele Menschen. Man glaubt es kaum, die wirklich noch mit dem Erlagschein auch zur Bank gehen und das dort einzahlen, die das derzeit nicht können, vor allem ältere Menschen nicht. Also das ist eine wichtige und sozial wichtige Aufgabe. Und man muss auf der anderen Seite immer wieder auch das ökonomische Problem sehen. Natürlich kostet das auch etwas und gerade jetzt sind neueste Wirtschaftsprognosen gekommen von WIFO und IHS, also was die Gesamtwirtschaft betrifft, auch Österreichs, schaut es nicht so gut aus. Offensichtlich müssen wir mit einer echten Rezession von 2-2% minus rechnen. Am Nachmittag wird über das Paket für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze gesprochen. Weiß man da schon etwas dazu? Also ob jetzt ein neues Paket kommt, das glaube ich nicht. Ich glaube, diese 38 Milliarden, die da verkündet worden sind, die sind ja schon öfter verkauft worden. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Ganze jetzt ein bisschen ins Detail geht. Wer wird was wann bekommen? Wir haben in dieser Sendung schon darüber gesprochen, dass die Ankündigung einer Bundesregierung, wir geben so und so viel Geld her, ja nicht bedeutet, dass das am nächsten Tag bei den Betroffenen, auch nicht bei den Unternehmen ist, sondern da ist sehr viel Bürokratie dahinter. Aber es ist ein notwendiger, wichtiger Schritt. Und gerade im Lichte der jetzt veröffentlichten Prognosen, man darf ja nicht vergessen, wir sind im Vorjahr, im Dezember, bei einer Wachstumsprognose für Österreich von, glaube ich, 1,2% plus gelegen. Jetzt geht es jetzt schon, rechnen Sie mit minus 2,5%. Damit können wir eigentlich alles, was geplant war an Sanierung, an Nulldefizit, Überschuss und diese Dinge, können wir alles vergessen. Also das Jahr 2020 wird nicht nur als dramatisches Jahr für die Gesundheit auf der ganzen Welt eingehen, sondern auch für eine unglaublich intensive Rezession, die wahrscheinlich viel schlimmer ausfallen wird als die Finanzkrise 2008. Wie schätzen Sie das ein, die geplanten Maßnahmen, die es jetzt gibt, den Härtefallfonds und so weiter, wird das wirklich bei den Leuten ankommen? Kann das funktionieren? Ja, es muss funktionieren. Also wenn es an der Bürokratie scheitert, dann werden sicher Online-Dienste angeboten, wie man das am besten und am schnellsten macht. Das wird funktionieren. Es werden auch, wir haben es zuerst schon besprochen, die gesamten Kreditgarantien, das wird man wahrscheinlich schneller abwickeln können und man sieht ja, wie einfach, unter Anführungszeichen, es geht, zum Beispiel zu sagen so, jeder, der seinen Strom, Gas nicht bezahlen kann, ist jetzt einmal ab sofort von diesen Zahlungen befreit. Wir wissen auch, dass bei Strafen, da gibt es ja auch enge Fristen, also Schnellfahren, Parken, was auch immer, da gibt es auch Fristen, die jetzt einfach verlängert werden. Mir fällt nur gerade ein, heute wurde im 8. Bezirk ein Auto abgeschleppt. Wenn man weiß, was das Geld kostet, da fragt man sich dann schon auch wieder, ist das notwendig, in Zeiten wie diesen so harte Maßnahmen zu setzen? Denn das kostet wirklich viel Geld. Also man wird schauen, um es jetzt ein bisschen salopp zu formulieren, man wird schauen müssen um das Leben der Menschen, die jetzt ohnehin zum Teil wirklich halb eingesperrt sind, ein wenig zu erleichtern, wenn sie rausgehen müssen. Und da müssen wahrscheinlich alle zusammenhalten. Und da denke ich jetzt an den Wiener Bürgermeister auch, der gestern angekündigt hat, allerdings bei einem Fremdmedium, aber ist ja egal, also nicht im ORF, sondern woanders, dass er es nicht für möglich hält, auf Dauer die Parkanlagen und die Kinderspielplätze zu sperren. Also irgendetwas wird man sich einfallen lassen müssen, was die Freiheitsbeschränkungen der Menschen betrifft. Sonst kommt es zu Erscheinungen im sozial-psychischen Bereich, die ja auch nicht erwünscht sind. Genaueres zum Hilfsfonds werden wir dann wahrscheinlich um 14.30 Uhr hören, dann in ORF 2
wieder mit Ihrer Einschätzung. Vielen Dank, Hans Bürger. Sehr gerne. Und vielen Dank für Ihr Interesse. Das war es an dieser Stelle mit ORF 3 aktuell für heute. Mehr Nachrichten aus den Bundesländern gibt es dann wie gewohnt um 19.18 Uhr in Österreich heute. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen.